und Tag zusammen zu Tribünenhocker, Folge Nummer 51. Unsere Weihnachtsfolge oder Feiertagsfolge. Ich habe meinen Sweater leider nicht an. Ja, ich bin auch sehr enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, dass du hier nicht Disziplin gezeigt hast. Wir haben auch nicht das diesjährige Modell. Das ist ja noch ein bisschen gewagter mit Rudolf oder so drauf. Finde ich nicht so schön. Ja, das hier mit den Mustern ist eigentlich ganz, ganz nett, finde ich. Ja, aber Feiertagsfolge. Und es gibt ja auch was zu feiern. Die Hinserie ist vorbei. Eine sehr erfolgreiche für Borussia. Da verraten wir nicht zu viel. Und wir haben ja in der letzten Woche uns auch eine kleine Auszeit genommen. Einfach weil auch viel jetzt Stress war. Auch nochmal Ende des Jahres beruflich und so weiter. Und trotz allem hat Borussia natürlich auch so gesehen viel Stress gehabt. Eine englische Woche, 3 Spiele, die wir jetzt noch nicht besprochen haben. Und tatsächlich auch noch nicht so viel privat drüber gesprochen haben, weil wir uns auch wenig gesehen haben. Richtig. Das heißt, das ist jetzt nochmal ein relativ frischer Eindruck zunächst mal vielleicht von dieser letzten Woche. Und dann im nächsten Schritt natürlich ein kleines Fazit der Hinserie. Ja. Schauen wir nochmal auf die einzelnen Spieler. Wo gibt es vielleicht auch Gewinner, wo gibt es vielleicht Verlierer? Und die Gesamtlage der Liga. Ja, würde ich sagen. Ja. Hört sich doch gut an. Genau. Und also vorweggenommen, ich meine, du weißt es, ich konnte leider das Dortmund-Spiel nicht so wirklich intensiv verfolgen, weil ich Weihnachtsfeier hatte. Computer zwar laufen lassen, aber so, weil ich ja gesehen habe, war es ja doch ein Spiel, was auch einen intensiven Blick eigentlich gebraucht hat, um wirklich auch taktisch alles mitzubekommen. Von daher kann ich vorne wegschieben, da ich jetzt über das Spiel nicht so viel sagen kann, aber natürlich über die anderen beiden Partien und angefangen mit dem Spiel gegen Hoffenheim, denke ich mal, dass der Punkt ein Gewinn war im Endeffekt und Borussia einfach mal, ich glaube, vor 2-3 Jahren hätte man so ein Spiel noch verloren. Unabhängig davon, ob man jetzt nach vorne gut gespielt hat oder nicht, man hat den Punkt mitgenommen und ich denke auch letztlich hat man auch so gut verteidigt, dass man auch mal endlich gezeigt hat, dass man auch die Null halten kann und es nicht immer nur Hurra ist und sowohl vorne als auch hinten Tore fallen. Ja, zum einen das, zum anderen natürlich trotzdem ein bisschen enttäuschend, wie das Spiel verlaufen ist. Also ich meine, das ist ja schon so ein Dauerthema, wo wir auch gleich noch drüber sprechen werden, dass wir auswärts schon ein anderes Gesicht zeigen als zu Hause. Klar, Hoffenheim ist auch eine starke Mannschaft. Nagelsmann hat nach dem Spiel gesagt, das wäre das beste Spiel in seiner Trainerkarriere in Hoffenheim gewesen. Mhm. Wenn das dann 0-0 ausgeht, das ist, glaube ich, ein großes Kompliment für Borussia. Ja. Spätestens, glaube ich, mit der Auswechslung von Stindl ist uns das eigene Spiel eigentlich komplett abhanden gekommen. Es war dann eine Abwehrschlacht, die wir gut nach Hause gebracht haben, aber ist es schade, dass eigentlich die erste Halbzeit auch in den ersten 15 Minuten wieder verschlafen wurde. Ja. Ein Muster, was wir jetzt auch schon häufiger gerade auswärts gesehen haben. Dann kann man ein bisschen besser rein. Anfang der zweiten Halbzeit hatte ich das Gefühl, mit der Systemumstellung lief es ein bisschen besser. Dann kam die Stindl-Verletzung und dann ging gar nichts mehr. Ja, ne? Aber man hatte auch Chancen, Tore zu erzielen. Also Player allen voran hatte, glaube ich, eine gute Möglichkeit und Hazard. Das sind so Dinge, so ein Spiel kann dann auch ganz anders laufen. Also klar ist das dann im Endeffekt, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, und ich glaube auch, da ist die Stindl-Verletzung so der Knackpunkt da gewesen, ist es dann zu wenig. Aber ich finde nichtsdestotrotz ist gut, dass man auch mal dann so einen Punkt mit nach Hause nimmt, anstatt dass man wieder auseinanderfällt. Und weil genau diese defensive Stabilität ist nun mal wichtig und hat uns auch in den vergangenen Jahren oft gefehlt. Ja, und ich meine, Hoffenheim hat natürlich unglaublichen Druck gemacht, aber so richtige Torchancen hatte, glaube ich, im gesamten Spiel dann auch nur 2 oder 3, wo man sagt, da war es wirklich eng. Von daher nehmen wir mit. Schade natürlich, Schlüsselbeinbruch bei Raphael, er wird uns natürlich noch eine gewisse Zeit fehlen. Aber gut, dass Stindl natürlich nicht so lange. Genau, deswegen war halt relativ schnell auch klar, dass Stindl dann am Sonntag kam dann die beruhigende Nachricht, dass Stindl offensichtlich nicht so schwer verletzt ist. Aber natürlich für das Spiel in Nürnberg, da kam es noch zu früh. Gegen Nürnberg kam es zu früh. Gegen Nürnberg muss ich sagen, dafür, dass wir mit einer sehr jungen Mannschaft da angetreten sind, Jordan Bayer wieder in der Innenverteidigung mit Elvedi, dann im Laufe des Spiels musste Elvedi auch noch raus. Ja. Im Mittelfeld so richtig, sag ich mal, die richtige Erfahrung hatten wir da auch nicht. Ne? Also Neuhaus, Zakaria, das war eine junge Cuisance, der war ja gegen Hoffenheim auch dann im Mittelfeld mit dabei. Da hat man schon gesehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Gesetzten, Arrivierten und den Jungen, die sicherlich Talent haben, aber die noch nicht die alleinige Verantwortung tragen können. Ja. Ne? Ja, das ist ja auch logisch. Also von daher auch hat man wirklich gemerkt, dass es zäh war gegen Nürnberg, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Ich meine, Hazard muss natürlich den Elfmeter besser schießen. Ja, klar. Darüber müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Und gut, man hat dann natürlich sehr schnell in der zweiten Halbzeit schon mit dem 1-0
dann das Spiel vorentschieden und dann im Endeffekt dann glücklicherweise auch durch Plea noch in der 84. glaube ich, das Spiel komplett entschieden. Und ja, so ein Spiel muss man gewinnen. Im Endeffekt hat man aber auch gesehen, dass die Nürnberger Mannschaft, und das ist ja wirklich das Witzige, ich glaube, wir beide kannten vom Kader der Nürnberger so namentlich, natürlich hat man jetzt im Verlauf der Saison mal einige gehört, aber ein wirkliches Bild der Spieler hat man Ja, nicht. das muss ich ehrlich gestehen. Ja, und von daher ist das schon wichtig, dass man den Sieg eingefahren hat, und im Endeffekt war es natürlich auch verdient. Ich meine, das wäre arg geschröpft mit dem Fehlen von 6, 7 potenziellen Spielern für die erste Elf, so eine Mannschaft dann trotzdem irgendwie so klar beherrschen, dass da nicht viel anbrennt und man spielt noch nicht mal besonders gut. Man macht trotzdem die Tore aus einer sicheren Abwehr heraus, hat eigentlich nichts zugelassen. Die beiden Tore, da kontert man quasi den Gegner aus im eigenen Stadion. Also auch das muss mal sein. Ich fand es ein bisschen lustig, dass der Trainer, Michael Köllner nach dem Spiel so richtig auf 180 war und irgendwie seine Mannschaft da besser gesehen hatte. Aber ich glaube, da ist ein bisschen Wunschdenken auch dabei gewesen. Im Endeffekt muss ich sagen, es ist ein gutes Zeichen, dass Borussia selbst mit solchen Personalsorgen, selbst mit so einem mäßigen Spiel, einen Gegner doch so beherrscht. Das spricht dafür, dass da eine gewisse Klasse ist. Aber trotzdem sieht man, wie du richtig gesagt hast, dass der zweite Anzug dann natürlich noch nicht so gut passen kann und dass die Leute, die nachrücken, allen voran aus meiner Sicht auch Cuisance, da muss es dann manchmal einfach ein bisschen geradliniger sein. Da muss klarer gespielt werden, vor allen Dingen gegen so einen Gegner wie Nürnberg, wo man dann auch mal einfach gewinnen muss. Dann kommt die Pflicht vor der Kür, und ich meine, das Kür kann er, glaube ich, aber manchmal muss er dann die Pflicht auch noch klarer Das hat man ja legen. auch vor allem gegen Hoffenheim gesehen, wo er ja von Anfang an sogar ran durfte und wirklich keine gute Figur gemacht hat. Da fehlt ihm dann genau das, was du sagst, diese Gradlinigkeit. Vielleicht nehmen wir es mal als positives Omen, dass er dann gegen Nürnberg am Ende nach seiner Einwechslung, wo auch schon wieder so ein paar Schnörkel zu viel waren, den klaren Pass auf Plea spielt. Der war sauber, Das war ein schöner Pass, ja. war überlegt gespielt Aber das sieht und, man, das ne? kann er dann halt. Also man, nur es muss halt dann wirklich auch in der Defensivarbeit und im Aufbauspiel muss dann manchmal wirklich mehr Gradlinigkeit, weil ich denke, was Vorbereitungen angeht und auch Torgefahr, auch wenn er noch nicht getroffen hat, hat er Qualitäten. So, und dann kamen ein paar Leute zurück für das absolute Topspiel dann am Freitag gegen Borussia Dortmund, bei Borussia Dortmund. Wobei man trotz allem sagen muss, Dortmund mit Innenverteidiger Nummer 4 und mit Weigl, einem Sechser in der Abwehr, wir auch mit Innenverteidiger Nummer 4, Beier und Tobi Strobel, der sicherlich auch einen guten Innenverteidiger gibt, aber der neben ihm gespielt hat. Natürlich typisch, dass die Medien größtenteils über die Dortmunder, über die weniger Dortmunder Verletzten reden, nämlich diese zwei. Wir mussten ja in der Offensive dann nämlich mit Stindl und Hofmann war immerhin wieder auf der Bank, aber Kramer kam rein, war, wie er selber sagt, noch nicht bei 100%. Also wir mussten da deutlich mehr ersetzen und man hat gesehen, glaube ich, in diesem Spiel, dass wir ein ganzes Stück weitergekommen sind, was unsere taktische und ja auch spielerische Qualität angeht vom Ansatz her. Nur dass es natürlich dann wirklich 100% Fitness bedarf und auch die richtigen Leute auf dem Platz Und Konzentration. und Konzentration, um das dann auch voll durchzuziehen. Denn letztlich, wir hatten viel Ballbesitz, wir haben es gut verteidigt, aber dann fehlt eben in zwei Szenen bei Jordan Bayer die Erfahrung, der dann hinten ein bisschen schlecht aussieht. Dann fehlt vorne bei Florian Neuhaus, der eigentlich eine tolle Hinrunde gespielt hat, dann in drei, vier Szenen die Konzentration, dass ein Ball mal weg ist, viel zu schnell weg ist. Und grundsätzlich hatte man das Gefühl, ja, wir haben einen Plan, nur wir sind eigentlich nicht in der Lage dazu, in den entscheidenden Momenten, wenn wir mal ein bisschen Platz haben, dann auch den sauberen Ball zu Ja, spielen. und das ist dann natürlich auch die Qualität, die dir vielleicht fehlt. Und wie gesagt, also so was ich auch gesehen habe und was ich auch gelesen habe, war es wohl nicht so, dass die optische Überlegenheit der Dortmunder so gravierend war. Also wie man das auch schon in der Vergangenheit mal erlebt hat, dass man wirklich da fertig gemacht wird. Und da gebe ich dir recht, das ist, glaube ich, wirklich ein Fortschritt. Die Tore, wie sie dann fallen und zum Beispiel auch die erste Chance von Reus, war, glaube ich, auch ein Fehler von Bayer, den er nicht ganz sauber rausspielt. Das sind natürlich so Sachen. Er hat wirklich super gespielt jetzt in seinen Einsätzen, aber das passiert halt. Das ist Lehrgeld und ich möchte daran erinnern, Andreas Christensen, auch sein erstes Spiel war in Dortmund und ging völlig daneben und er hat sich zu einem Klassemann entwickelt. Mal sehen. Muss halt sein, mal so ein Spiel. Genau, und nur so lernst du es und du hast von Anfang an der Saison gesagt, gib den Jungen mal eine Chance und dann geht man aber gleichzeitig eben auch dieses Risiko ein und das ist für mich aber auch in Ordnung. Ja, Also klar. ich meine,
wie gesagt, er hatte jetzt auch noch, gut, Tobi Strobel, wie ich finde, jetzt eigentlich auch in dieser Woche wieder hat er gezeigt, dass er eine echte Führungsfigur geworden ist. Ja. Er hat schon Ruhe reingebracht, aber natürlich, ich sag mal, wenn dann am Ende nur Matthias Ginter gefehlt hätte oder nur Elvedi und dann Bayer quasi ansonsten in der Stammkette gespielt hätte, wäre es Ja. vielleicht nochmal ein bisschen einfacher gewesen. Aber letztlich muss ich sagen, ich bin nicht sauer oder nicht enttäuscht nach dem Dortmund-Spiel. Das Einzige, was mich wirklich ärgert, ist, für so ein Topspiel hätte man natürlich gern die besten Klar. Spieler an Bord. Und gerade in Lars Stindl hätte mit seiner Raumfähigkeit da in dem Spiel wirklich was bewegen können, so wie Klar. schon gegen Bayern. Und wer weiß, vielleicht war die Verletzung von Alcácer sogar gut im Endeffekt für Dortmund. Weil Ja. Götze hat ja nun mal die beiden Tore mehr oder weniger aufgelegt. Und wobei ich, also ich, wie gesagt, habe jetzt von der Sky-Übertragung nichts gehört. Und auch nur ich hatte den Eindruck beim ersten Tor, dass Jan Sommer vielleicht mit einer Fußabwehr besser Ja, Olli Kahn bedient hat in gewesen der Halbzeit wäre. beim ZDF gesagt, es hätte vielleicht sein können. Wohlbekommt. Danke. Aber ich sag mal so, es war auch einfach gut gemacht von Sancho, der den Ball sich Aber gut es ist halt ein sehr rauslegt. spitzer Winkel. Ja, Und ich weiß wenn nicht, ob man geht echt. schnell den Fuß rausstellt, statt Ja. versucht mit dem Arm runter. Ich meine, Sommer ist auch nicht der Größte, der ist vielleicht ein bisschen schneller unten Es war als einfach eine Fährmann oder Situation, Neuer, in aber. der Borussia durch den Ballverlust schlecht zum Ball stand. Wendt, das hat man das ganze Spiel über gesehen, der hatte die klare Maßgabe, Sancho nicht anzugehen, weil, Ja. ne, der eine Körpertäuschung und er ist Und weg. er ist weg, ja. Versucht halt eben dann nur den Raum zu decken und dann, ja, gut, Sommer sieht nicht ganz glücklich aus, aber ich denke letztlich, es ist vor allen Dingen erkennbar gewesen, dass Borussia sich wahnsinnig schwer getan hat, nach vorne zu spielen. Und Ja. außer der Szene, wo wir das 1:1 machen, wo Kramer natürlich sich den Ball klar mit den Händen vorher hinschaufelt, Ja. haben wir eigentlich keine wirklich gute Abschlussszene gehabt. Da ist Ja. vieles, auch was vor dem Strafraum passiert ist, wo mal Räume da waren. Ich habe es eben schon gesagt, durch Unkonzentriertheiten, durch auch wirklich Stockfehler waren die Bälle weg. Ja. Plea hatte einen völlig gebrauchten Tag. Wobei man sagen muss, das eine Mal, wo er sich durchsetzt, ist vor dem 2:1 von Dortmund, wo er aus meiner Sicht klar gefoult wird und dann im Gegenzug das Dortmunder Tor fällt. Also es war auch ein Heimschiri, das kann man, glaube ich, klar so sagen. Zweier ist dafür sowieso bekannt. Ja. Jede nicklige Szene wurde im Zweifelfall bei Dortmund laufen gelassen und bei uns abgepfiffen oder umgekehrt. Also es war, das kam dann auch irgendwie einiges zusammen. Aber letztlich hatte man auch in den letzten 20 Minuten, selbst wenn Dortmund sich etwas zurückgezogen hat, nicht das Gefühl, dass wir wirklich noch Ja. können und Ich dass glaube, wir Traoré noch mit wollen. einer, ich weiß nicht, ob es ein Schuss oder eine verunglückte Flanke war, wo Bürki aus meiner Sicht ein bisschen zu entspannt ist, der an den Außenpfosten klatscht. Aber ansonsten Ja. habe ich auch in den Zusammenfassungen, die ich gesehen habe, auch keine wirkliche Offensivaktion mehr von uns gesehen. Genau. Also deswegen, taktisch war es eine reife Leistung. Ich finde auch gerade gegen Favre, der ja auch großen Respekt hatte und auch defensiv die Dortmunder durchaus hat gut laufen lassen. Also Ja. die waren sehr, sehr vorsichtig teilweise, haben uns viel den Ball gegeben. Haben wir taktisch eigentlich gut dagegen gehalten. Das war ein Patt, das war sehr, sehr taktisch, ja, wie man schon sagen, es war fast Rasenschach Ja. teilweise. Nur wir hatten dann eben nicht die Individualisten in diesem Spiel und das zeigt dann eben auch, warum wir kein Meisterschaftskandidat sind und auch nie waren. Und wenn ich jetzt wieder beim Spiegel lese, gestern kommt ein Artikel raus, die neue Erkenntnis aus dem Dortmund-Spiel, Gladbach ist kein Meisterschaftskandidat. Aha, das ist ja neu für uns, total. Also Ja. wenn das Thema irgendjemand aufgemacht hat, dann waren das die Medien. Wir haben eine tolle Hinrunde gespielt, aber es wird auch deutlich und gerade in dieser letzten Woche, wo es noch hapert und vor allen Dingen, dass der Kader zwar breit ist, aber dass er Ja. eben nicht so breit ist, um Meisterschaftskandidat zu sein, von der Ja, Qualität her. und ja, genau das Wie ist würdest du es. ihn nochmal sagen, den Satz? Die Breite, Also, die Breite in der Spitze ist größer geworden. Genau, ja, ich weiß es nicht mehr. der berühmte Satz von Berti Vogts über Ach so. die Breite in der Spitze ist größer geworden. Aber sie Ja, ist sehr eben schön. bei, um das mal tatsächlich zu sagen, aber sie ist eben bei Borussia noch nicht groß genug, um weiter oben anzuklopfen, aber das wollen wir auch gar nicht. Wir sind glücklich mit dem, was wir haben, glaube ich. Ja, und ich denke, wir stehen ganz gut da. Also, wenn man mal aufs Tableau guckt, haben wir ja leider gegen die Bayern einen Platz eingebüßt. Aber ich meine, im Endeffekt ist es, glaube ich, auch dann wichtiger gewesen jetzt an dem Spieltag, dass Frankfurt verliert. Ja, Und weil ich absolut. denke, die Bayern werden ihren Lauf starten und sie werden sich vorne mit Dortmund dann die Meisterschaft unter sich ausmachen. Das denke ich Und wir auch. sollten schauen, dass wir so weit, so lange wie möglich oben bleiben und auch in dem schweren Anfangsprogramm der Rückrunde irgendwie ja, uns dann über Wasser halten und im Endeffekt
Ja, wer weiß, international, vielleicht Champions League, Quali oder mal sehen, wir denken von Spiel zu Spiel. Ja, aber die Quali gibt es nicht mehr, weil es gibt Ach so, entweder ja, wir haben ja direkt. vier, ja, Genau. sind ja vier Plätze. Also, ja, lass uns die Zukunftsmusik ein bisschen vertagen. Ich denke auch, das wird eher dann Thema auch sein für einen Podcast, den wir wieder zum Ende der Vorbereitung für die Rückrunde machen, Ja. weil es doch jetzt doch noch einiges zu besprechen gibt im Detail. Wir haben es jetzt gerade im Laufe der Spielberichte angesprochen. Man hat auch gemerkt, langsam gingen doch dann ein bisschen die Kräfte dann doch zur Neige, auch wenn wir keine Mehrfachbelastung hatten. Viele Spieler haben aufgrund von Verletzungen dann doch Ja. fast durchgespielt und ja, jetzt lass uns doch mal ein kleines Fazit dieser Hinrunde ziehen, mit der wir, du hast es gerade schon angedeutet, mit 33 Punkten, einer tollen Tordifferenz und ja, einem dritten Platz Ja. eigentlich viel mehr erreicht haben, als man vielleicht vor der Saison vermutet hätte oder erhofft hätte. Ich glaube, das ist es auch. Also die Skepsis, die man hatte, dass es wirklich ein Neuanfang und ein Umdenken in der neuen Saison gibt, hat sich zum Glück befürwortet, weil ich glaube, Borussia spielt einen ganz anderen Fußball und einen attraktiven Fußball und wir sind eine der Torfabriken der Liga. Und das kommt nicht von ungefähr. Also und ja, was du auch gerade richtig gesagt hast, man hat, glaube ich, im letzten Spiel auch gegen Dortmund gesehen und auch gegen Hoffenheim, dass man ein Stück weit auch reifer geworden ist. Dass man auch Spiele gegen Top-Teams, dass man sich da nicht irgendwie den Schneid so sehr abkaufen lässt, dass man abgeschossen wird. Und das ist für mich eine sehr gute Entwicklung. Und dass wir vorne viel Qualität haben, ist klar. Und ich meine, klar, Alassane Plea hat sich wirklich als sehr guter Einkauf herausgestellt und Auch wenn Thorgan ihm ein bisschen Hazard die ist, Puste ausgegangen ja, ist gegen Ende der Hinrunde. genau, aber auch Thorgan Hazard spielt eine absolut herausragende Hinrunde und von daher klappt es gut. Auch Spieler wie Jonas Hofmann, von denen man nicht gedacht hätte, dass sie ja, wie der Phönix aus der Asche kommen, haben einen großen Beitrag dazu geleistet, dass Borussia einen anderen und einen attraktiven Fußball spielt. Und von daher ist, glaube ich, die Hinrunde optimal verlaufen. Es ist ja alles, hat ja alles angefangen, du hast es gesagt, mit der Aufarbeitung dieser doch für alle Seiten nicht zufriedenstellenden Rückrunde, wie es ja immer auch von den Verantwortlichen heißt. Aber wir wissen auch, schon in der Hinrunde der letzten Saison war nicht alles Gold, was glänzt. Wir haben am Ja. Ende aber zwar unsere, ich glaube, 26 oder 28 Punkte gemacht, aber es war dann trotzdem so ein bisschen holprig. Also man hatte immer wieder das Gefühl, ein gutes Spiel, da folgten dann wieder zwei schlechte drauf. Und man hat einfach wirklich daran gearbeitet, auch an der Mentalität der Spieler, an den Spielern ein System zu geben, was jetzt besser zu ihnen passt, besser zur Mannschaft passt. Und ja, dieses, wie gesagt, es wird immer salopp gesagt 4-3-3. Faktisch gesehen ist es kein 4-3-3, es ist ein 4-1-2-3. Also es ist ganz klar, dass wir einen Sechser Ja. haben, der das Spiel aufbaut, mit hauptsächlich Tobias Strobel in dieser Hinrunde und zwei Achter, denen eine ganz, ganz zentrale Rolle zukommt. Und Ja. man kann eigentlich wirklich schauen, die Spiele, die wir nicht gut bestritten haben, waren immer Spiele, in denen die Achter nicht richtig ins Spiel gekommen sind oder vom Gegner rausgenommen wurden. Während es umgekehrt genau so zu sehen ist, wenn die aufdrehen konnten, wenn die ihre Rolle perfekt ausgefüllt haben, dann haben wir teilweise gerade zu Hause hoch gewonnen. Das war auch meistens zu Hause, aber das ist vielleicht so die Sache, wo Dieter Hecking und das ganze Trainerteam noch ein bisschen an den Stellschrauben arbeiten können, weil genau das sind die Sachen. Wenn die Achter aus dem Spiel rausgenommen werden, ist der Plan B meistens nicht so von Erfolg gekrönt gewesen. Und vielleicht ist das auch eine Sache, die man noch verbessern kann, weil, wie gesagt, wir haben auch die Qualität, über die Außen zu spielen und das Zentrum so ein bisschen zu Ja, außen vor zu und ich lassen. glaube auch, da sind auch erste Tendenzen zu erkennen, dass das Früchte trägt. Also wir haben noch gesehen, gegen Augsburg am zweiten Spieltag wurde kurz mal die Fünferkette versucht oder die Dreierkette versucht und ging total in die Hose. Da, das war irgendwie eine Umstellung, die nach 10 Minuten, nachdem die uns fast die Bude da eingelaufen haben, hat man die wieder zurückgenommen und dann lief es auch wieder besser. Aber ich finde, jetzt wenn man sieht, gegen Gegen Hoffenheim in der Hoffenheim, ja. Halbzeit wurde umgestellt und das gegen so einen Taktikfuchs wie Nagelsmann. Das hat erstmal gut funktioniert. Das hat die 10 Minuten, das waren vielleicht so die, wo man gedacht hat, okay, jetzt kommt Borussia eigentlich richtig ins Spiel. Ja. Wie gesagt, wurde dann leider jäh gestoppt durch Stindels Verletzung. Aber da hat man auch gesehen, es ist nicht auf Kosten der Stabilität gegangen. Ja. Und
Also ich finde dann auch so Tendenzen in diese Richtung sind positiv, dass man sieht, die Mannschaft lernt vielleicht jetzt auch aus den positiven Erfahrungen mit dem neuen System dazu für das, für eine weitere Ich Entwicklung, was das glaube, angeht. vielleicht ist das ja natürlich auch so ein bisschen der Vorteil, dass man während in der Woche auch intensiver arbeiten kann. Wenn man natürlich international spielt, weiß man, ist es so, dass man nicht so viel trainieren kann und vor allen Dingen auch nicht System trainieren kann. Da wird eher ja, Belastungssteuerung betrieben und sowas. Aber ja, vielleicht ist das so ein, was Positives, dass man auch während der Saison noch ein bisschen mit der Mannschaft zusammenarbeiten kann und sich auch weiterentwickeln kann. Und du sagst es richtig, ich Ja, aber sehe das. darf ich da kurz einhaken? Also ich glaube, das Wichtigste ist vor allen Dingen, dass wir haben ja letztes Jahr auch keine Mehrfachbelastung gehabt. Deswegen das Wichtigste ist vor allen Dingen, dass der Kader über jetzt weite Teile der Hinrunde zusammen war. Dass wir wirklich richtig viel, den immer Und fit wieder war. viel besprochenen Konkurrenzdruck auch hatten. Dass da auch jeder reinklotzen musste unter der Woche. Das spielt einfach eine Riesenrolle, dass du arbeiten kannst als Mannschaft. Und ich glaube, das ist das eigentliche Geheimnis, dass wir nicht nur ein System haben, was besser passt zu den Spielern, dass andere Spieler plötzlich ihre Rollen eingenommen haben, sondern dass diejenigen, die bis jetzt da auf ihren Positionen eigentlich gesetzt waren, trotzdem nicht nachgelassen haben und Druck gemacht haben. Gegen Ende hat man ja gesehen, dass es dann wieder enger wurde und dünner wurde. Und so sehr wir von dem breiten Kader reden, es ist einfach nicht das Gleiche, ob ein Lars Stindl auf dem Platz steht oder nicht auf dem Platz steht. Das ist ein Spieler, der macht unsere Mannschaft besser. Und es Ich gibt eben glaube, auch, das ist aber auch normal ja, bei so einem und Spieler. das absolut, absolut. Aber auch Matthias Ginter, sein Ausfall wurde toll kompensiert in den letzten Wochen, weil Nico Elvedi unglaublich zugewonnen hat an Stabilität. Aber es gibt so ein paar Eckpfeiler, die müssen einfach passen. Und da gehört mittlerweile aus meiner Sicht auch Jonas Hofmann zu, weil für dieses Achtersystem mit seinem Anlaufen, mit seinem Die unglaublichen Arbeit, Laufspiel, ist er der perfekte Mann für dieses System. Und das muss einfach dann in der Zukunft noch passieren, dass eben der ein oder andere ihn noch besser ersetzen kann, wenn er mal Ja, fehlt. klar. So. Die zweite Reihe muss noch weiter rangeführt werden, dass da das noch nahtloser funktioniert. Ja. Und ich meine, du sagst es richtig, Nico Elvedi hat eigentlich fast vergessen lassen, dass Matthias Ginter nicht dabei ist, aber man hat dann natürlich auch gegen Dortmund gesehen, wenn dann Bayer und Strobel in der Innenverteidigung sind, dann ist es halt doch noch was anderes. Was Ja. aber auch ganz natürlich ist, weil Nico Elvedi ist bei der Schweiz ein wichtiger Spieler, genauso wie Ja. Matthias Ginter für Deutschland. Also das sind Spieler, die kann man nicht mal eben Ja, ersetzen. wobei auf der anderen Seite gegen Dortmund, da haben die beiden es ja in dem Gesamtspiel her hervorragend gemacht. Es waren eben dann bei Ja, Bayer klar. leider zwei Kleinigkeiten und genau die, das ist eben dann der Unterschied zwischen einem Klasse-Bundesligaspieler und einem, der es werden will. Und ich denke, das wird er auch noch Ja, und lernen. ich denke, es ist dann auch ein Unterschied, ob Strobel vielleicht auf der 6 spielen kann und oder vielleicht gibt das auch noch mal, weil er hat nun mal auf der Position tolle Spiele gemacht und sich da wirklich festgespielt. Und von daher, gut, hätte, ne? Ja, aber wie gesagt, ich habe hier mehr die Tabelle mal, also die Tabellenentwicklung mal rausgeholt. Also am vierten Spieltag war unsere schlechteste Platzierung, da waren wir Sechster. Ja, Katastrophal. ja. Das ist nicht unser Anspruch. Ansonsten haben wir die ganze Saison eigentlich über dem, also bis auf, wie gesagt, zwei Spieltage haben wir die ganze Saison unter den Top 4 verbracht. Und das zeigt einfach, dass wir da eine ganz, ganz konstante Hinserie gespielt haben. Natürlich bedingt durch die makellose Heimbilanz, dass wir jedes einzelne Spiel gewonnen haben. Das ist Ne? die Basis, klar. Und man hat natürlich auch Auswärtsspiele gehabt, wie in Freiburg, wo halt überhaupt nichts zusammenlief. Ja. Wobei man auch immer, man hat im Verlauf der Hinserie auch gesehen, dass Freiburg auch eine Wundertüte ist. Die schlagen Ja. Leipzig irgendwie Ja. 2-0 oder so und verlieren, also Verlieren dann gegen gegen Düsseldorf. Düsseldorf. Ja. Also es ist wirklich verrückt. Und ich glaube aber, das ist wirklich auch so, dass Borussia nun mal gegen manche Mannschaften und vielleicht auch wirklich bei manchen Trainern einfach irgendwie den Schneid abgekauft bekommt. Weil man hat auch gesehen, dass wir, klar, auswärts muss man immer sich noch verbessern, aber in den Heimspielen auch gegen gute Clubs haben wir überzeugend gespielt und auch die Spiele meist auch überzeugend gewonnen. Ja, und das ist eben auch etwas, was man nicht unterschätzen darf. Wir nehmen das so für selbstverständlich. Ja, die muss man gewinnen. Guck dir die Liga an, nicht nur Freiburg, sondern viele andere Mannschaften auch. Du siehst jede Woche überraschende Ergebnisse, wo eigentlich alles passieren kann. Und dass wir da so konstant geblieben sind, ist fantastisch. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das wahrscheinlich nicht wiederholbar ist in der Rückrunde, dass wir auswärts besser werden müssen. Während wir in der Hinrunde vor allen Dingen schwächere Teams zu Hause und stärkere auswärts hatten, werden wir in der Rückrunde fast alle starken Teams zu Hause haben und schwächere auswärts, das heißt,
zu Hause möglichst viele Punkte weiterhin behalten und auswärts diese Bilanz ausbauen, um ähnlich erfolgreich zu sein. Klar. Trotz allem, glaube ich, halte ich es nicht für hundertprozentig realistisch, dass wir die 33 Punkte wiederholen können Nein. in der Aber Rückserie. um international zu spielen, braucht man auch keine 66 Punkte. Genau. Also da. Wenn wir wenn wir 25 Punkte holen, sollten die Top 4 in greifbarer Nähe sein. Wenn es mehr ist, wunderbar. Aber natürlich Ne? sollte man schon gucken, dass man auch vor allen Dingen sein Gesicht in den Auswärtsspielen ein bisschen verbessert, weil es ist nun mal wirklich so. Also wenn wir dann nächstes Jahr in Nürnberg spielen, Ja. auch am Ende Ja. der Rückrunde, dann muss man einfach sagen, das ist ein Spiel, vielleicht geht es für Nürnberg auch um den Abstieg noch oder gegen den Abstieg, eher gesagt, dann muss man trotzdem so ein Spiel eigentlich gewinnen. Und da muss man wirklich gucken, dass man irgendwie vielleicht diesen Auswärtsfluch nach und nach aus den Köpfen bekommt. Ich glaube, das ist noch nicht mal ein Fluch. Was wir nicht machen, der klare Unterschied zu unseren Heimspielen ist für mich, dass Borussia nicht so selber, also die gehen nicht in das Spiel rein mit dem gleichen Selbstverständnis, mit der gleichen Aktivität, wie das in einem Heimspiel ist. Also wir gehen in ein Auswärtsspiel per se schon so eher so ein bisschen abwartend rein. Und ich glaube, dass das eine Qualität ist, die der Mannschaft noch fehlt, nämlich auch aus so einer abwartenden Position aus dann eiskalt Ja. nachher zwei, drei Tore zu machen. Ja. Ne? Das ist das, was wir zu Hause bespielen wir den Gegner eigentlich von, gut, die ersten 2 Minuten waren in ein paar Spielen ein bisschen kritisch, aber eigentlich von Anfang an bespielen wir den Gegner auch mit viel Geduld Ja. und irgendwann klappt es dann. Absolut beeindruckende Bilanz für mich, dass wir sowohl in der Phase zwischen der 46. und 60. Minute als auch in der Endphase des Spiels immer nochmal zulegen können. Ja. Das zeigt, dass die Kabinenansprache auch nochmal wirkt, dass man nochmal mit neuem Schwung rauskommt, dass man die Gegner auch ein bisschen mürbe spielen kann eigentlich, gerade zu Hause. Und auswärts ist uns das einfach noch nicht so gelungen. Ja, Ne? Das muss man ganz ehrlich vielleicht ist sagen. wirklich die Mannschaft, vielleicht kann die nicht abwarten spielen. Und naja, aber das sind Sachen, ich denke, das wird ja auch intern analysiert werden, weil es ist in der Rückrunde wirklich so, dass man auch nicht nur zu versuchen muss, zu Hause die Pflicht zu machen, sondern auch auswärts richtig zu punkten, um ja, die Position zu verteidigen, die Das man hat. ist der Punkt und ich kann noch mal wiederholen, es ist einfach fantastisch. Platz 3, 33 Punkte und ich finde das fast schon zu wenig Begeisterung im Umfeld zu spüren ist für Ja. diese tolle Hinrunde. Vor der Saison hieß es, oh Gott, wie soll das werden? Und wenn wir Sechster werden, dann ist alles wunderbar. Jetzt sind wir eigentlich von Anfang an voll mit dabei, spielen auf einem sehr, sehr konstanten Niveau. Natürlich nicht immer perfekt. Ja. Natürlich auch mal mit ein bisschen Dusel, was völlig normal ist in so einer Bundesliga-Saison. Die Bayern stehen lange hinter uns. Leipzig steht noch hinter uns. Und trotzdem hab ich das Gefühl, wird das wieder so schnell für selbstverständlich empfunden, Ja, dass es schade ist eigentlich, ne? also ich weiß es auch nicht. Ich glaube, das kann auch wieder schnell kippen, wenn die Unzufriedenheit wieder wächst. Und da habe ich auch nur sehr bedingt Verständnis dafür, weil man sollte eigentlich jetzt die aktuelle Situation genießen und auch den Fußball, der gespielt wird, genießen. Ja, und das ist eben das, was ich auch super finde, dass diese Idee davon, dass Borussia aktiven Fußball spielt, dass der Gegner bespielt wird, dass das eben auch zur Mentalität gehört. Das war offensichtlich ja auch Teil der Absprache zwischen Max Eberl und Dieter Hecking vor der Saison, dass wir einfach keinen Fußball spielen werden, der nur funktional ist. Das Und ist auch gar nicht in unserer DNA. ja, aber das sagen wir ganz ehrlich, so eine Mannschaft wie Schalke 04, warum lassen die zu, dass eine Mannschaft, die so toll besetzt ist, also zumindest von den Namen her, die sich so teuer Ja. einzukaufen kann, dass die einen absoluten Rotzfußball spielen, dass dieser Trainer dass die denen quasi nicht gestattet, guten Fußball zu spielen. Tja. Dann kommst du natürlich auch in so einen Tritt rein. Wie sollen sich die Anhänger dafür identifizieren? Die spielen vor 55.000 an ein Spiel gegen Leverkusen, wo nochmal diese ganze Knappengeschichte, diese Ja. ganze Bergbau-Schließungsgeschichte vorher Ja. emotional begangen wird und dann spielt eine Mannschaft wie tot. Also Ja, das aber sowas sollte bei Borussia halt einfach da nicht muss ich aber passieren. wirklich sagen, das liegt vielleicht auch, egal wie der Kader zusammengestellt ist oder wie toll oder teuer der ist, was sind das denn für Leute? Also ich habe wirklich auch das Gefühl, das hat auch dann mit dem Charakter der Spieler was zu tun. Ich kenne jetzt die Schalker Spieler vom Charakter nicht so gut, nur ich weiß zum Beispiel bei unseren Jungs, okay, da sind auch die Schwiegersöhne dabei, aber es sind trotzdem Spieler, die sind sympathisch, die können sich auch mit dem Verein identifizieren und auch so ein Junge wie Florian Neuhaus, der kommt, spielt sein erstes Jahr hier, fühlt sich super wohl anscheinend und gibt alles auf dem Platz Ja. und spielt sich in die U21-Nationalmannschaft. Das ist dann einfach, weiß nicht, da ist manchmal mehr der Wille da. Ich weiß nicht, ob ein Kolo Pianka da irgendwie den gleichen Willen hat oder eher dann auf seinen Gehaltscheck guckt.
Ja, gut, das ist auch immer ein Faktor, aber ich glaube, du hast recht, ja, dass die Atmosphäre, die grundsätzlich geherrscht hat, wir hatten ja schon das Gefühl in der Sommerpause, dass das ein anderer Zug drin ist, eine Ja. andere positive Energie drin ist, aber die Vorbereitung ist immer die Vorbereitung und wir haben häufig auf dieses Barcelona-Spiel, Espanyol-Barcelona-Spiel abgehoben in Wegberg. Das sah alles nicht so toll aus Ja. und genau aus dem Spiel hat man aber die richtigen Lehren wieder gezogen. Und es hat ja auch dazu geführt, und ich glaube, das ist eines der absoluten Erfolgsrezepte gewesen, dass man auch heilige Kühe schlachtet. Also, Ja. wer hätte damit gerechnet, dass Christoph Kramer, der eine Identifikationsfigur sein soll, größtenteils auf der Bank sitzt? Und Dass Raphael, auch wenn er natürlich Raphael, gut, verletzt, er hat aber trotzdem. Verletzungssorgen, aber dass er ins zweite Glied rückt, dass man sich das traut, sage ich mal. Dass man Danny Zakaria nach einer überragenden Premierensaison sportlich verständlicherweise zuerst mal ins zweite Glied rücken lässt. Und auch Cuisance, wie gesagt, Spieler der Saison, was ich für absoluten Bullshit schon von damals gehalten habe. Und dass es dem Spieler nicht gut getan hat, ist auch klar. Nur genau diese drei haben zusammen in diesem Espanyol-Spiel gespielt und es hat überhaupt nicht Ja. funktioniert. Und dann stand zum ersten Spieltag gegen Leverkusen schon drei andere auf dem Platz. Und Ja. drei, die man alle nicht in der Startelf erwartet hatte, glaube ich. Nämlich Nee. Strobel, Hoffmann und Neuhaus, ja. Das stimmt. Aber ich meine, das ist gut. Und dass man sich sowas traut, ist, ja, nicht, dass die jetzt spielen, das ist mir im Grunde genommen egal. Aber du musst wirklich dann auch Anreize setzen für die Spieler, dass sie sich verbessern wollen. Genau das ist es nämlich. Man darf keinem das Gefühl vermitteln, okay, du bist gesetzt. Natürlich, Lars Stindl ist, wenn er in Form ist, muss eigentlich auf dem Platz stehen. Er ist Kapitän, er ist unser Leader und er ist nun mal auch fußballerisch über alle Zweifel erhaben. Ja, und er ist ein Spielertyp, den wir auch sonst nicht haben, Richtig. Und er ne? ist vor allen Dingen, hat er schon unter Beweis gestellt, dass er polyvalent ist und sich in viele Systeme eigentlich recht nahtlos einfügen kann. Und er ist halt einer, der immer spielt. Aber ansonsten, klar, Innenverteidigung sollte man auch nicht ständig wechseln. Aber es ist wirklich so, dass auch rotiert werden kann und auch mit gutem Gewissen und dass eigentlich niemand sich 100%ig sicher sein kann und auf die faule Haut legen kann. Genau, es wird dann eben schwierig, das haben wir auch schon gesagt, es wird dann eben dann schwierig, wenn zu viele Leute fehlen, weil Ja. dann kriegst du wieder die Problematik, dass du einfach nicht mehr die gleiche Form von Qualität in die Breite auch bekommst. Ja. Und ja, wir haben es am Ende der Rückrunde erlebt, da wenn man auch mal auf die Bank guckt, die wurde dann auch immer ein bisschen abenteuerlicher mit der Zeit, wobei auch da Spieler da sind, von denen Dieter Hecking ja immer sagt, die kann er ohne weiteres immer bringen. Ja. Und ich glaube, der Trainer hat wirklich in dieser Hinrunde den Taten, die er in der letzten Rückrunde angekündigt hat, nämlich, also er hat den Worten Taten folgen Taten folgen lassen, lassen. so So ist rum, es ganz richtig, sauber, ja. wo er eben wirklich relativ herrsch, und das haben wir ja auch alle kritisiert, darauf immer auf diese Vorwürfe eingegangen ist und hat gesagt, ja, gib mir mal meine ganze Mannschaft, gib mir mal eine fitte Truppe, ein, zwei Leute dazu. Und dann schauen wir mal. Und er hat recht behalten. Und viele haben ihm das ja als Arroganz unterstellt. Aber wenn jemand dann mit Tatendrang rangeht und so positiv auch auf die Spieler einwirkt, dann muss ich sagen, Respekt. Und Ja. ich sehe auch, wenn man jetzt gerade mal in andere Vereine guckt, die viele Trainer, die letztes Jahr gehypt wurden, Tedesco, Herrlich ist weg, jetzt gerade ganz frisch. Ja. Wo sind diese Trainer jetzt? Ne? Und wo stehen wir? Guck dir die Tabelle an. Die Trainer, die auf den Top 4 stehen, sind alle älter. Ja. Und Nein, das ist. der Jugendhype, der Laptop-Hype scheint erstmal wieder ein Ich bisschen Pause zu meine, haben. uns wird immer vorgeworfen, dass wir so riesen Freunde des Trainers sind, aber ich denke mal, jeder, der uns so regelmäßig auch zuhört, der weiß einfach, dass wir versuchen, das recht neutral und analytisch zu sehen. Und da muss man einfach jetzt sagen, das ist gut vom Trainer gearbeitet. Er nutzt den Kader sehr gut aus. Er wurde auch von Max Eberl zusammen sehr gut erweitert. Und ja, er hat bewiesen, dass wenn alle fit sind, dass er es auch schafft, die beste mögliche Mannschaft auf den Platz zu bringen, die erfolgreichen Fußball spielt. Ja, Und das ist und im Endeffekt das, was zählt. Ich bin trotzdem bei einigen Spielerwechseln oder manchmal denke ich mir auch, würde ich auch anders machen. Aber im Endeffekt ist wichtig, was unterm Strich steht. ja, und dass man sieht, dass da ein System ist, dass da auch taktisch eine Weiterentwicklung stattfindet. Und wie gesagt, wenn ich sehe, wie wir gegen Dortmund hier auf einer taktischen, ganz hohen Niveau mit Lucien Favre mitgehalten haben und eigentlich ja gleichwertig auf taktischem Niveau waren und leider dann eben nur diesen Hauch zu wenig Qualität vielleicht Ja. auf dem Platz hatten, um noch den letzten Schritt zu gehen.
dann sage ich, sind wir da auf jeden Fall ein ganzes Stück weiter. Und darauf lässt sich aufbauen. Und ich denke, einige Spieler werden sich definitiv auch noch entwickeln. Ob das jetzt direkt in der Rückrunde so funktionieren wird, wird man sehen. Da ist auch eine andere Erwartungshaltung. Da werden auch sicherlich auch mal bittere Momente folgen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da mit einer realistischen Erwartungshaltung reingehen. Also ich bin mir sicher, dass wir nicht so eine Rückrunde erleben werden wie vor einem Jahr, wo es ja irgendwie am Ende so ein bisschen einfach alles weggelaufen Ausgelaufen ist. ist. Ja. Aber trotz allem, die Aufgaben sind schwierig und es geht auch direkt gut los. Also von daher freuen wir uns jetzt erstmal, dass wir unterm Baum den dritten Platz liegen haben und diese tollen Und viele Ergebnisse Punkte. und viele Punkte. Ja, ich meine, wenn man das Fast wie Beste. bei Payback. Ja, also ich meine, wir haben, das spricht ja für sich, dass wir, glaube ich, seit den 80ern, Mitte der 80er, die beste Ja, Hinrunde und ich meine, gespielt haben. Dortmund ist ja auch eine Sache. Ich glaube, sie hatten nur in ihrer Meistersaison in der letzten mehr Punkte. Also auch die, wenn Dortmund nicht so abgehen würde, wäre man, glaube ich, noch näher am ersten Platz, auch wenn das jetzt vielleicht nicht unser Anspruch ist. Aber die Teams, die vorne mitspielen, sind auch eigentlich sehr, sehr gut und sehr gefährlich. Und wir scheinen uns da immer wieder behaupten zu können und haben uns da auch dann zu Recht festgebissen. Dann freuen wir uns doch einfach erstmal ein bisschen über diese tolle Hinserie, dass Borussia Spaß macht. Das ist auch gerade wieder, das war ja auch so eine ganz wichtige Sache, dass es bei Heimspielen mal wieder auch begeisternde Auftritte gab. Dass man Wir sich hatten wirklich geile wieder Spiele. geile Spiele hatte, sich in den Armen lag, weil es auch tolle Kombinationen gab. Und das ist schon schön, wie gesagt. Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt, aber das ist im Fußball normal. Und ich würde dann auch gerade denjenigen, die dann immer direkt anfangen, dann noch mehr zu erwarten, gerne mal empfehlen, mehr auch auf andere Mannschaften zu gucken, wie viel Fluktuation da auch einfach herrscht und wie wechselhaft auch die Leistungen sind von solchen Klar. Teams, ne? Also deswegen alles wunderbar in der Borussia-Welt, erstmal, ja. Gucken wir mal ein bisschen detaillierter auf die einzelnen Spieler, würde ich sagen, Ja, Michael. wir machen das jetzt mal so mit unserem diesmal sehr vollen Spielertableau. Stellen wir das mal hier einfach hin. Ich denke Genau. auch, es macht keinen Sinn, wenn wir jetzt über jeden Spieler, der auch teilweise nicht so viel hat, Die Isetta mal nach nicht vorne. so viel gespielt hat, so lange quatschen. Aber ich denke mal, wenn wir einfach kurz über jeden Spieler ein paar Genau. Worte verlieren, gibt das, glaube ich, auch einen ganz guten Eindruck über die Leistung der Hinrunde. Natürlich gibt es einige Spieler, die keine Einsätze hatten, beziehungsweise sehr kurze. Natürlich traurigerweise Doucouré muss man da natürlich auch wieder Ja. nennen. Aber ich denke, wir fangen mal bei der Nummer 1 an. Also für die, die es vielleicht nur hören, wir haben unser Tableau hier nach den Nummern aufsteigend sortiert. Ja. Also wir fangen mit den Torhütern an und dann mit Michael Lang mit der Nummer 3. Genau. Und dann denke ich mal, können wir auch direkt mit Jan Sommer starten. Ja, zum großen Teil der Hinserie, wir haben es häufig genug gesagt, ist er in absoluter Top-Verfassung gewesen. Er hat die Souveränität herausgestrahlt, die er irgendwie in den letzten 2 Jahren so ein bisschen eingebüßt hatte. Und ja, insgesamt haben wir einen tollen Rückhalt. Du hast jetzt eben gesagt, ja, das Dortmund-Tor. Ich meine, auch da muss man sagen, es gibt wenige Torhüter, die so wenig gepatzt haben wie er. Und er Das hat uns stimmt. in dem einen oder anderen Spiel mit einem tollen Reflex auch die Punkte gerettet. Von daher tipptopp. Ich hoffe, er bleibt noch länger bei uns in der Verfassung. Ja, das hoffe ich auch. Ein paar Mal im Spielaufbau kann man sich vielleicht aufregen, dass er ein paar Balance ausschlägt. Aber ich sage immer, das ist bei einem Torwart ist das die B-Note. Deswegen kann ich mich auch nicht so wirklich drüber aufregen. Solange er den Kasten einigermaßen sauber hält, und sein Bestes tut, was er auch macht, ist das super. Aber Tobi Sippel hat auch schon in der Vergangenheit immer bewiesen, dass er ein sehr guter Backup ist. Jetzt hat er keinen Einsatz gehabt. Oder war er im Im Pokal? Pokal Beim hat er einen Pokal hat er Einsatz. gespielt, aber gut, das. Naja, aber ich finde immer schön, wenn man auch weiß, dass man jemanden hat mit Bundesliga-Erfahrung, den man dann bei einer etwaigen Verletzung von Sommer auch reinbringen kann. Ja, und ich bin auch ehrlich gesagt erstaunt darüber, dass er nach wie vor so ruhig das hinnimmt, also dass man jemanden holt und der wirklich diese Rolle perfekt ausführt bei einem Verein wie Borussia. Ja. Also jemand wie Tobi Sippel, wenn der einen Vertrag von Bayern bekommt, wie das ja auch damals bei Starke oder bei vielen anderen Torhütern auch so war oder Ulreich, dann weißt du ja, dass du nicht spielst. Aber bei Borussia, und ich meine, Jan Sommer war zwar immer die Nummer 1, aber er war auch nicht immer souverän. Er hat immer, also Sippel ist immer ruhig geblieben und ist es nach wie vor und wir haben überhaupt keine Sorge, ihn zu bringen. Und von daher ist eine tolle Lösung. Aber direkt rüber vielleicht Gedanken zu Moritz Nikolas, der sich ja auch prächtig entwickelt eigentlich. Er hat einen Kadereinsatz immerhin gehabt. Sommer war ja einmal nicht dabei.
Aber er hat bei der U21 schon Einsätze bekommen und Ja. gilt da in der Jugend wohl auch wirklich als einer der möglicherweise kommenden Männer. Ist einfach die große Frage, wo kriegt er die Spielpraxis her, ne? Ja, das ist halt bei Torhütern immer schwierig. Und ich meine, damals mit Ter Stegen hat man das schon gesehen. Vielleicht ist es irgendwann mal gut, irgendwie jemanden mal reinzuwerfen, wenn man Ja. merkt, dass die Nummer 1 Probleme hat. Da wird die Nummer 2 auch teilweise dann einfach übergangen, Ja. bleibt Nummer 2. Aber mal schauen. Ich hoffe, er kriegt Spielpraxis, weil was man so hört, ist er wirklich gut. Zur Not wäre dann mal vielleicht ab dem neuen Jahr eine Leihe oder sowas Ja. fällig. Genau. Okay, Michael Lang, da sind wir direkt bei unserem ersten Neuzugang, der auf der Liste ist und Ja. der auch zu dem. Was sagst du? Wir haben gerade eben Fußball gespielt und deswegen ist meine Hand. Ich habe gerade einen unfassbaren Krampf im Oberschenkel. Also, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber ich strecke jetzt mal mein Bein. So, ja, Michael Lang, Das sorry. ist das, wenn man sich mal selber bewegt. Ne? Das ist direkt der Preis. Ja, ich hocke hier schon die ganze Zeit in so einer Schuhenhaltung. Alte Leute hier. Ja. Genau. Erster Neuzugang, den wir besprechen. Ich würde sagen, vom Anfang an eigentlich perfekt integriert. Also sagen wir mal so, Anfang an natürlich verletzt. Ja. Und dann nach ein paar Spieltagen kalt quasi reingekommen, aber hat sofort super funktioniert. Dann hat er sich arrangiert mit der Zeit und ganz gegen Ende hatte er ein ganz schwaches Spiel, das war das in Hoffenheim, Ja. wo ihm nichts gelungen ist. Und daraufhin hat Dieter Hecking ihn für die letzten zwei Spiele dann eher so ein bisschen rausgenommen und hat dann Ja. Fabian Johnson mehr Zeit gegeben. Aber man sieht einfach, dass er als gelernter Rechtsverteidiger eine neue Qualität in die Mannschaft bringt. Und das hat man besonders, glaube ich, in seinen ersten Einsätzen bekommen, wo er eigentlich einen Kaltstart hatte nach seiner Verletzung. Und er ist auf jeden Fall jemand, der die Mannschaft auch weiterbringt. Ich glaube auch und vor allen Dingen, man darf auch eine Sache nicht vergessen. Wir haben kein System, wo wir jetzt auf Außenbahnspieler setzen, die permanent die Linie hoch und runter rennen. Wir Ja. brauchen Leute, die die Balance finden und die auch gleichzeitig uns noch in der Abwehr helfen. Und Lang ist extrem kopfballstark. Ich Ja. erinnere mich auch an das Spiel in München, wo er einer der Garanten war, der die Bälle rauszuhauen. Und er ist auch, wenn er in die vorderen Zehnen kommt, auch torgefährlich. Hat ein Tor gemacht. Ich kann mir, eins wurde von Plea verhindert Ja, auf der paar ganz Linie. gute Kopfballannäherungen auch nach Ecken. Genau. Aber ich denke mal, gerade gegen Ende der ist ihm die Puste ausgegangen. Der muss in der neuen Saison, in der Rückrunde einfach wieder neu angreifen dann. Ja, Ja. und ich denke, Tobi Strobel ist auch so. Ich meine, wir sprechen natürlich noch explizit Ja. über unsere Gewinner und Verlierer, aber ich glaube, dass Tobi Strobel in dieser Saison diese Rolle annimmt und auch so viel Spielzeit bekommt, hat er sich wahrscheinlich gewünscht und erträumt, aber hätte eigentlich, glaube ich, niemand gedacht. Nein, absolut nicht. Und ich glaube, da liegt eben eine ganz große Wertschätzung, die Dieter Hecking ihm gegenüber hat. Er hat immer gesagt, letztes Jahr hatte ich ihn nicht zur Verfügung und das ist für mich ein Riesenunterschied. Und er hat eine Lücke gefüllt, die wir bei uns nicht haben, nämlich den aufbauenden Abräumer, der gleichzeitig eben mit seinen langen Bällen, mit Ballverteilung, Ja. ja, auf sich aufmerksam macht. Und wir beide, also waren ja immer schon ihm sehr positiv gegenüber eingestellt, auch schon in der Vergangenheit, als er eher Auswechselspieler war. Und ich finde, er hat das eindrucksvoll unter Beweis gestellt, welche Qualität er hat und dass er eben nicht nur ein solider Bundesligaspieler ist, sondern vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und gerade auch mentalitätsmäßig, jetzt in den letzten Wochen, als auch andere Spieler fehlten, ist es ein ganz wichtiger Mann auf dem Platz. Man sieht, wie er dirigiert und ja, es ist, glaube ich, nicht zu viel verraten, dass er aber gleich nochmal auftauchen wird. Deswegen Ja, sage ich jetzt einfach nicht mehr dazu. genau. Ja, du hast eben schon erwähnt, er hat sich dann auch natürlich gegen Christoph Kramer Ja. durchgesetzt. Ja, ich meine, er hatte auch zwischendurch mal mit einer Verletzung zu kämpfen für 2, 3 Wochen, aber er hätte sich, glaube ich, auch eigentlich gedacht, dass er deutlich mehr Spielzeit Ja, bekommt. man muss sagen, bei Kramer ein bisschen unglücklich gelaufen. Also Hecking möchte lieber diesen Spielaufbau Ja. Sechser haben, wie es Strobel ist, der eben auch mal einen langen Ball spielen kann, der ansonsten sehr, sehr auf direkte Zweikämpfe geht. Kramer ist ein Balleroberer, Box-to-Box, hervorragend. Er kann auch die sechs spielen. Er hat in den Phasen, als wir Bayern geschlagen haben, auch danach gute Spiele gemacht. Aber es ist immer eine 50-50-Entscheidung, die meistens dann zugunsten von Strobel ausgefallen Ja. ist. Er hat sich außer auf eine relativ humorige Weise ja auch nicht wirklich darüber beklagt. Und ich denke auch, dass er in der Rückrunde definitiv eine Rolle spielen wird. Es ist schön, dass es jetzt gegen Dortmund nochmal für ihn geklappt hat. Hat es ganz ordentlich gemacht, obwohl er selber nicht so ganz fit war. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt bedeutet, wenn Kramer jetzt auch in der Rückrunde nicht immer spielt, dass er uns deswegen verlassen wird. Ich wäre froh, gerade wenn wir mal vielleicht international spielen im nächsten Jahr, Ja, so einen dann Mann zu wird haben, der dann man. eben auch unter der Woche spielen kann. Ne? Genau so ist es. Ja, weiter im Text mit Patrick Herrmann, unsere Nummer 7.
Ja. Also ich kann man aus meiner Sicht kurz machen. Ich habe, also er hat die Rolle eingenommen, die ich eigentlich auch von mir, die ich erwartet habe. Also dass er nicht so viele Einsätze bekommt und wenn Leute verletzt ist, dass er einspringen kann. Das ist schade, weil er nun mal auch ein Kind des Vereins ist, aber ich habe das eigentlich so vor der Saison auch so angenommen. Er hat im Prinzip letztlich im Laufe der Hinrunde die Rolle bekommen, die genau dazu geführt hat, dass man ihm auch einen möglichen Wechsel nahegelegt hat. Ja. Hacking sieht Traoré vor ihm, Hacking sieht Raphael natürlich vor ihm, er sieht auch Johnson in gewisser Weise vor ihm und es ist schwierig für ihn von Anfang an zu spielen. Wenn er gespielt hat, gerade an der Anfang der Saison, da hatte er Schwung, gerade gegen Wolfsburg toll gespielt, Ja. aber irgendwie. Er ist vom Spielertypen auch aus meiner Sicht nicht unbedingt für diese Spielweise perfekt geeignet, weil es ist eben kein klassisches 4-3-3, wo die Leute zur Grundlinie gehen, sondern eher eins, wo es auch um Kurzpassspiel und solche Dinge geht. Und ja, vielleicht wird er wechseln, ich weiß es nicht. Ja, ist ein bisschen eine schwierige Sache. Wir haben uns schon vor der Saison stark damit auseinandergesetzt. Ist halt die Frage, was er will, glaube ich auch. Ja, auf jeden Fall. Aber das wird man Ja. sehen. Das Ja. wird wahrscheinlich noch viel darüber gesprochen und geschrieben werden. Was letztendlich dann stimmt, wird man sehen. Eben auch schon von uns erwähnt, Deni Zakaria, der auch ja, nach seiner super ersten Saison bei Borussia auch weniger im Fokus jetzt stand. Und auch wenn er gespielt hat, wir haben es glaube ich häufiger auch gesagt, nicht so wirkte, als wäre er hundertprozentig zufrieden mit der Rolle, die er dann in der Mannschaft einnehmen Ja, er hat sie halt muss. einfach nicht hundertprozentig gut gespielt. Wir haben viel drüber geredet unter der Saison. Er selber sieht das ein bisschen anders und ich finde auch, muss sagen, dass er gegen Nürnberg zum Beispiel auch schon ein besseres Spiel gemacht hat. Er hätte natürlich ein Tor schießen müssen. Ja. Aber er muss in die Rolle reinwachsen. Auf der 6 kann er immer spielen. Gegen Dortmund zum Beispiel am Ende dann, als auch Kramer raus Ja. musste, hat er die Rolle eingenommen. Wir haben da so viel drüber geredet in der Hinrunde. Er Er muss ist so ja, jung und er er ist jung, kann, er kann es ja. werden und ich mache mir da diesmal noch keine Sorgen. Er Nee. darf halt einfach nicht ungeduldig werden. Ja, genau so ist es. Ja. Ja, und ich denke auch, einer, der ganz groß aufspielt, Thorgan Hazard. Unsere Nummer 10, auch wenn ich sagen muss, also wie gesagt, ich sag super top, er wird wahrscheinlich jetzt schon, die Scouts stehen wahrscheinlich Schlange, um ihn zu sehen und zu kaufen, aber er sollte vielleicht die Elfmeter etwas direkter schießen. Ja, aber ihn darauf zu, das war dumm, das weiß jeder, das weiß er selbst. Ihn darauf zu Wie gesagt, reduzieren. ansonsten hervorragende Ja, Hinrunde, nur da. ihn darauf zu reduzieren, wäre natürlich schlecht. Nein, tolle Hinrunde in der Form, unglaublich guter, wichtiger Spieler. Er hat das geschafft, was wir lange Zeit für nicht mehr möglich gehalten hätten, dass er nämlich nochmal einen weiteren Entwicklungssprung Ja. macht. Ich hoffe, er bleibt uns auch über die Saison erhalten, vielleicht noch ein Jahr. Mehr ist für mich eigentlich nicht Nein, denkbar. das ist. Ansonsten werden wir schon im Sommer gut kassieren, aber ihn zu ersetzen wird nicht einfach. Nee, definitiv Aber nicht. freuen wir uns erstmal und hoffen, dass er die Form auch in der Rückrunde hält. Ja, das wäre optimal. Schön wäre es natürlich, wenn auch Raphael wieder mehr in die Spur findet. Ich meine, es ist natürlich jetzt sehr unglücklich, dass er nach 4 Minuten auf dem Platz sich direkt das Schlüsselbein wieder bricht. Aber. Ich denke mal, es steckt immer noch der geniale Fußballer in ihm drin, aber über 90 Minuten aus meiner Sicht ist es vielleicht, wird es immer schwieriger. Vor allen Dingen Ja. nach den Verletzungen, die er jetzt auch in den letzten anderthalb oder im letzten Jahr hatte. Er ist, glaube ich, er muss lernen, für uns ein guter Joker zu werden. Und ich Ja. glaube, er hat das alles Potenzial dazu, wenn er nicht zu viel alleine macht. Das war so ein bisschen die Tendenz, dass er dann immer nur ins Dribbling geht. Aber er mit seiner von dir ja schon über Jahre fast legendären, Geschmeidigkeit. genau, legendären Geschmeidigkeit, die immer noch da ist, ist er ein Spieler, der eigentlich immer im 18er-Kader sein muss, der auch mal von Anfang an spielen kann. Aber er ist nicht mehr der Aber unangefochtene vor Raphael. allen Dingen gegen müde Gegner Ja. am Ende des Spiels nochmal bringen für die letzten 20, 30 Wenn er Minuten. denn fit ist, Wenn das ist er, halt der ja, Punkt, ne? logisch, das Das ist, ist halt der aber Punkt. das ist, glaube ich, wird vielleicht seine Rolle sein, außer er macht nochmal ganz krasse Fortschritte, was seine Fitness angeht. Jo. Aber ist auch nicht mehr der Jüngste. Das stimmt. Und Lars Stindl hatten wir ja eben auch kurz besprochen, dass er nun mal ja, einer der wichtigsten Spieler im Kader ist und jetzt leider auch natürlich durch Verletzungen geplagt ist, aber wahrscheinlich ja dann auch wieder zum Anfang der Rückrunde zur Verfügung stehen wird. Er war lang raus am Anfang durch die Verletzung, dann kommt er gegen Bayern wieder, dieses Zauber-Comeback mit dem Tor direkt, perfekt.
Ansonsten hat er sich, glaube ich, hat eine solide Hinrunde gespielt, ohne in allzu viel wirklich zu glänzen in vielen Spielen. Er ist einfach wichtig fürs Gesamtgefüge. Entspannt wird noch seine Rolle. Ob er dauerhaft eher diese zentrale Rolle im Angriff als falsche Neun einnimmt oder ob er dann doch mal über die Acht von Anfang an kommt. Ja, und natürlich erstmal die Hoffnung, dass er jetzt schnell wieder fit ist und dann auch mal in der Rückrunde verletzungsfrei bleibt. Ja, genau. Ja. So, Ja, Gesundheit. danke. Jetzt kommt, ich glaube, einer, der sehr schnell zum Fanliebling geworden ist, und zwar Alassane Plea. Ich meine, was er für Qualitäten im Abschluss hat, das hat man spätestens gegen München gesehen und ist, glaube ich, auch ein super Typ und jemand, der uns gefehlt hat und jetzt in seiner ersten Hinrunde in der Bundesliga auch schon für Furore sorgt und einfach zeigt, was er für eine Qualität besitzt. Ja, man muss ganz klar sagen, man hätte nicht damit gerechnet, dass es so schnell so gut klappt mit ihm. Ja. Gegen Ende der Hinrunde definitiv, weil ich weiß nicht, ob es an den Körnern lag, ob es an der Rolle lag, an den Mitspielern lag, ist er ein bisschen aus der Puste gewesen, hat ein bisschen weniger teilgenommen am Er hat aber Spiel. auch weniger Abschlüsse gehabt. Also das ist es wirklich. Er ist nicht mehr so in die Abschlüsse gekommen, wie er es dann zur Mitte der Hinrunde. Genau, es ist schön, dass er gegen Nürnberg nochmal getroffen hat. Das ist wichtig. Da war im Prinzip seine einzige richtige Chance in dem Spiel. Aber davor schon mehrmals so, dass man das Gefühl hatte, er macht die Bälle auch nicht mehr so genial fest, wie er das Ja. am Anfang gemacht hat. Wir wissen ja, was er kann. Und ich glaube auch, dass wir das auch wieder sehen werden. Ansonsten können wir einfach glücklich sein, so einen Mann zu haben als Fixpunkt vorne, der ja nicht nur, wenn er unbedingt selber den Ball hat, sondern auch einfach durch seine Präsenz ja, viel für Borussia macht. Und ja, einfach weiter so. Ich glaube, wir haben schon so viel in der Hinrunde drüber gesprochen, Ja, das zu weiß ich Recht. nicht. Ist aber auch mal Ja. schön, dass man über so einen Neuzugang so Ja. reden kann. Und ich meine, aus der Jugend gekommen und daher quasi auch ja ein Neuzugang in Anführungsstrichen ist Louis Jordan Bayer, Ja. der jetzt vor allen Dingen durch die Verletzung von Matthias Ginter wieder zu mehr Einsätzen kam. Und ich, ja, du hast mir es ja eben schon gesagt, dass ich schon am Anfang der Saison gesagt hatte, ist doch super, wenn man so einen Jungen hat. Und er scheint die Rolle auch auszufüllen, auch wenn er natürlich gegen Dortmund dann ein bisschen Lehrgeld zahlen musste. Ja, aber wie gesagt, er ist 18, er muss auf dem Niveau lernen, er zeigt aus meiner Sicht gerade fußballerisch für einen Defensivspieler schon eine beachtliche Sicherheit, eine beachtliche Technik. Und man sieht auch, dass er mal mit Tempo auch dadurch, dass er auch Rechtsverteidiger spielen kann, auch mal anziehen kann. Ja. Also gefällt mir. Absolut, und ja, ihm gehört die Zukunft. Dieter Hecking hat auch klar gesagt, selbst in der Phase Mitte der Hinrunde, wo er kaum zum Einsatz kam oder teilweise auch nicht im Kader war, war wohl auch mal angeschlagen zwischendurch. Er gehört dazu, er kann ihn jederzeit bringen, und ich finde es toll, dass er dann auch den Mut hatte, ihn in den letzten drei Spielen dann auch einzusetzen. Ja. Jo, Ibo Traoré. Schwierige Hinrunde, würde ich sagen, Ibo Traoré. Also zum ersten Mal verletzungsbedingt ausgefallen, dann kommt er rein mit einigen Kurzeinsätzen, wo er nicht so glücklich aussah. Längere Einsätze dann gegen Ende der Hinrunde, die so zwischen Licht und Schatten waren. Einige gute Aktionen, aber auch viel fahriges Spiel und nicht so richtig das Gefühl, dass er noch diesen Punch hat, den er definitiv für Ja. uns mal eine Zeit lang auch über längere Dauer hatte. Ja, also es fehlen so die ganz zwingenden Aktionen. Ich meine, er bereitet natürlich das 1:0 gegen Nürnberg vor, durch seinen Pass auf Hazard, wo wir ja beide im Stadion auch schon gedacht haben, oh, versucht er den jetzt vielleicht mit dem Außenriss zu schießen, aber er macht es dann halt mit seinem schwächeren Rechten. Aber da ist auch so, dass wenn er wieder ein bisschen Gradlinigkeit in sein Spiel bekommt und vielleicht sich auch mit der Mannschaft wieder mehr akklimatisiert, Ja. Wissen wir, was er für Qualitäten hat und Ja, das muss er man abrufen. hat eben genau das für einen erfahrenen Spieler nicht gesehen, dass er sich schnell auch einfügen Ja. konnte. Er wirkte so ein bisschen wie ein Fremdkörper auf der rechten Seite im Zusammenspiel mit jeweils Lang oder Johnson. Das hat nicht so gut funktioniert. Und ich sag mal eine Sache: Hermann irgendwie nicht mehr so richtig Leistungsträger, Traoré, Fragezeichen, Johnson nicht mehr so, dass man sagt, der ist jemand für jedes Spiel. Vielleicht müssen wir da auf den offensiven Außen was Ja. tun, um da einfach auch die Qualität zu halten. Spätestens im Sommer, falls jemand, ein oder Ja, zwei Leute das ist gehen. klar. Vielleicht, wer weiß, ob Aber sich im Winter. vielleicht gibt es im Winter mal einen Schnapper oder irgendeine Möglichkeit, weil ich finde, da haben wir nicht die bedingungslose Top-Qualität im Ja. Moment. Aber vielleicht kommen die auch noch mal in Form. Also man weiß es nicht. Ne? Ja. Wäre natürlich von hinten auch immer, wer pennt, wenn es hinten wieder brennt, oder ist es Oskar Wendt? Naja, nee, aber ich finde, Wendt hat wirklich eine gute Hinrunde Ja, gespielt absolut. und natürlich auch häufig in der letzten Saison
musste er Kritik über sich ergehen lassen, auch häufig zu Recht. Aber ich finde, mit dem neuen System und mit seinem Partner Hazard meistens oder auch Plea zeitweise, der dann vor ihm spielt, spielt er wieder gut und ist vor allen Dingen defensiv recht stabil. Absolut, ich finde, das ist ganz wichtig. Also er ist ja schlecht in die Saison reingekommen, das sah so ein bisschen wackelig aus in den ersten zwei Spielen, aber dann mit der Zeit hat er sich wieder reingespielt. Das ist typisch Wendt, ein Spieler, Ja. der Rhythmus braucht, ne? Und der dann aber auch wirklich sehr konstant, sehr gut auch die Seite zugemacht hat. Und ich glaube, das war auch eine Maßgabe vor der Saison. Er spielt weniger risikobehaftet, sondern deckt stärker die Räume ab, habe Und ich den wer Eindruck. weiß, Paulsen hinter ihm, man hat jetzt jemanden, der wirklich Linksverteidiger spielen kann. Vielleicht ist das natürlich auch so eine Sache, die ihm dann auch nochmal zeigt, okay, ich sollte wirklich jedes Mal Vollgas geben, weil sonst. Aber ich weiß nicht, ob man mit dem Erfahrungsschatz das Ja, nötig weiß ich hat. nicht. Aber Wendt wird immer eine Person sein, die umstritten ist in gewisser Weise. Aber es gibt, ich sage auch immer wieder, es gibt Gründe, warum er seit Jahr und Tag da jetzt Und über mehrere Trainer. sein Werk verrichten darf. Ja. Wer es nicht verrichten darf, ist Josip Drimmić. Ja, das ist richtig. Schöne Was für eine Überleitung. tolle Überleitung. Ja, aber ich meine, das war natürlich auch abzusehen. Ich weiß nicht, er war, glaube ich, eine Handvoll mal im Kader. Ja, ich kann Oder. es dir sagen, ich glaube, er war genau zweimal im Kader. Ja, Ja, oder genau. ja, ein paar Mal im Kader. Und ja, ich glaube, damit musste er leider rechnen. Ja, mal schauen. Ich denke, man wird sich aber auch trennen, spätestens zum Ende der Saison. Also ich glaube, dass es auch schon im Winter da Gespräche geben wird. Ich meine, der Spieler kann damit nicht zufrieden sein. Er hat bei einer WM ein Tor gemacht, er hat in der Vorbereitung getroffen. Ja. Ich glaube, dass einfach seine technischen Qualitäten nicht ausreichen, um sich durchzusetzen. Weil es ist ja schon klar zu sehen, dass Borussia auf einen sehr Schnellen Fußball, schnellen Fußball auf technischen Fußball. Kombinationsspiel setzt. Und das ist für mich eigentlich die einzige Erklärung, warum er so außen vor ist. Ja. Er wurde immer gelobt für seinen Einsatz und alles in Ordnung, aber die Beziehung Borussia Drimmitsch war irgendwie von Anfang an nicht Ja, viele Verletzungen natürlich von auch, Erfolg aber gekrönt. Ja. ja. Gut, aber wie gesagt, er hat ja nichts Böses fallen lassen und von daher wünsche ich ihm, dass er da vielleicht im Winter eine Schnell Möglichkeit was findet findet, und nochmal wieder Tore zu schießen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ihm das auch gelingt, wenn er ja. richtig eingesetzt Ja, wird. wir sehen, dass er Tore schießen Ja. kann und passt halt leider im Moment bei uns nicht. Ja. Fabian Johnson, der nächste auf der Liste, hat Ja. jetzt zum Ende der Hinrunde auch wieder ein paar Einsätze gehabt, aber nicht mit dieser Griffigkeit, die man sonst von ihm Ja, man muss allerdings kannte. sagen, gegen Dortmund, das hast du jetzt leider nicht sehen Ja. können, gegen Dortmund hat er aus meiner Sicht ein sehr gutes Spiel gemacht. Also hat auch die Seite wirklich sehr gut zugemacht, hat da wegen seiner, also er ist wohl auch vor allen Dingen wegen seiner Spritzigkeit. Er hat jetzt nicht so viel gespielt in den letzten Ja. Wochen. Da hat der Trainer einfach gesagt, gebe ich ihm den Vorzug wahrscheinlich vor Lang, der so ein bisschen überspielt wirkte. Hat er ganz ordentlich gemacht und hatte auch noch ein paar Akzente nach vorne, die ganz vernünftig waren. Gegen Nürnberg war das nicht der Fall. Da sah das eher alles ein bisschen bieder aus. Da hat auch die Abstimmung mit Traoré überhaupt nicht funktioniert. Ich finde, dass Johnson ein bisschen das Problem hat, dass er einfach zu polyvalent ist und für keine Position einfach die perfekte Wahl Ja. ist. Am Anfang der Saison, erstes Spiel direkt ein Tor, und auch mit seiner Systemspieler-Attitüde, dass er einfach Ja, viele ja. Räume reißt, dass er sich gut bewegt, wichtig, aber er selber ist nie jemand gewesen oder hat nur in den allerwenigsten Spielen wirklich selber spielerisch geglänzt. Und das ist das, Ja. was im Moment schwierig ist. Deswegen ist er wahrscheinlich für die vordere Dreierreihe auch kein ernster Kandidat, weil da brauchen wir auch Leute, die selber initiieren, die nicht nur einen super Doppelpass spielen können, sondern die Ja, eben auch die selber selber die Aktion dann starten, ja. beginnen. Genau. Ja, das stimmt. Aber mal schauen. Ich meine, er ist ein sehr erfahrener Spieler und man sieht, dass wenn er fit ist und auch wenn er zu seinen Einsätzen kommt, Qualität hat. Und es ist ein Und super Spieler zum Einwechseln. genau, und man sieht, er spielt dann mal Rechtsverteidiger, er hat viel, aber auch dann vorne gespielt. Gegen Also Dortmund kam er, wurde dann gewechselt und da war er vorne links. ja, also von daher ist das eigentlich ein Spieler, der gut ist, wenn man ihn im Kader hat. Und dass er nun Absolut. mal auch fußballerisch was kann, ist, glaube ich, auch Ja, unbestritten. wir mögen ihn. Das stimmt, ja, es gefällt mir als Spieler. Ja, Julio Villalba, ich glaube, kann man schnell abhaken. Ist halt, Ja. wir sagen es immer wieder, es ist traurig, dass er nicht in der U21 Ja, aber spielen er ist auch nur kann. verletzt. Also er war Ah, mindestens gut. zweimal wieder verletzt jetzt in der Vorrunde. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, in der Phase in der Jugend, wo man eigentlich die Spiele machen muss, erstmal ist er in immer verletzt. Zum anderen kann er nicht in der Man muss ihn U23 spielen. eigentlich Und dann kommt vielleicht. er aber ab und zu bei so einem Youth-Ding zum Einsatz oder sowas, die ja internationale Ja. Nachwuchsrunde oder so. Das reicht halt nicht. Und ehrlich gesagt,
verleihen, irgendwie gucken, aber es ist die Voraussetzung, dass er sich bei Borussia mal in der Profimannschaft durchsetzen wird, sind derzeit nicht gut. Ja, leider. Ja. Und auch Laszlo Benesch hat es momentan schwierig, was auch schade ist, weil ich glaube, er ist ein Kicker, der wirklich was kann und auch aus von, ich meine, wir sprechen gleich noch kurz über Mikael Cuisance, aber Benesch ist aus meiner Sicht ein Spieler, der anders spielt als er und wesentlich direkter und auch mehr als er als Arbeiter auch manchmal fungiert. Ja, also wirklich, er hat schwer, du hast es richtig gesagt. Dieter Hecking erwähnt immer wieder gerne, dass die Vorbereitung da so ein bisschen die Krux war, weil er da verletzt ausgefallen ist eine gewisse Zeit und dann so ein bisschen was den Anschluss verpasst hat. Es ist wirklich schade, weil ich mag ihn als Spielertypen. Er ist ein Stratege, aber auch ein Kämpfer. Und ich würde es halt gerne mal wieder über ein paar Wochen sehen in der Bundesliga. Nur es ist nicht unsere... Ja, vielleicht nicht. Es ist halt die Sache. Das muss er halt auch selber für sich finden. Bei der slowakischen U21-Nationalmannschaft spielt er eine große Rolle. Da ist er ein Führungsspieler. Bei uns, die Konkurrenz ist einfach zu groß. Ja. Wie du das eben schon mal gesagt hast. Mir ist egal, wer spielt, es müssen die Besten dran. Und so da ist es halt einfach im Moment schwierig für einen Spieler wie Laszlo Benesch. Vielleicht hätte man ihn ein, zwei Mal mehr einwechseln können, aber ansonsten, vielleicht verleihen. Also der muss spielen, der kann was. Der muss sich entwickeln, klar, das ist richtig. Ja, wer wirklich gezeigt hat, was er kann, ist Jonas Hofmann. Und ich kann es immer nur wieder sagen, ich hätte niemals gedacht, dass ich jetzt in den letzten 2 Wochen sage, verdammt, der Hofmann ist verletzt, der ist so wichtig für unser Spiel. Also wenn ich jetzt wenn mir das jemand vor einem Jahr gesagt hätte, hätte ich gesagt, du bist bekloppt. Aber ich finde es schön, weil ich meine, er ist der perfekte Spieler für die Rolle, die er bei uns einnimmt. Hm. Darauf. Das habe ich gerade zum Trinken angesetzt. Ich hatte da noch einen Halbsatz vermutet bei dir. Nee. Ja, aber du hast völlig recht. Also wir haben es ja auch über die Hinserie immer wieder mit der Überraschung, die du gerade auch verdeutlicht hast, festgestellt, wie wichtig er ist. Man hat einfach eine Rolle für ihn gefunden. Ja. Also er ist nicht der Abschlussspieler. Er wird das jetzt tatsächlich dadurch, dass er so viel Sicherheit in seiner Rolle hat, dass er sogar vor dem Tor einige sehr, sehr gute Aktionen hatte. Ne? Also ich muss sagen, wenn man mir sagt, der Hofmann macht, wie viel waren es genau, wie viele Tore? 6 Stück, ja, in der Hinrunde und bereitet auch noch 6 vor, dann ist das eigentlich genau das, was man ihm vorgeworfen hat. Aber es kommt eben dadurch, dass er viel im Spiel ist, viel läuft, viel auch die Bälle hat und sich da dann wirklich seine Qualitäten einbringen kann. Ja. Man hat gesehen, es gab so 2, 3 Spiele, in denen er phasenweise wieder auf den Flügel rausgerückt ist, hat direkt nicht so gut funktioniert, weil es einfach nicht seine Rolle ist. Ja. Ne? Richtig. Und deswegen, ja, was soll man sagen? Bravo. Ja. Chapeau. So, was sagst du zu Toni Janschke? Ja, auch eine durchwachsene Hinrunde, ne? Obwohl er eigentlich der geschätzt wird von Dieter Hecking und es auch weitgehend solide gemacht hat, hat er noch in 2, 3 Spielen dann so doch sein Alter oder seine, ja, vielleicht nicht mehr ganz so vorhandene Spritzigkeit gezeigt. Zum Beispiel so ein Spiel wie gegen Leipzig, wo ich mich nach wie vor ärgere, was wir auch vorher schon gesagt hatten. Ja. Da mit Bestbesetzung hätte ich gerne mal gesehen, wie das Borussia da zu Leistung imstande gewesen wäre. Aber er ist trotzdem kein unwichtiger Spieler und er ist auch einer, den man gut im Kader haben kann. Man muss jetzt einfach sehen, wie sich Dieter Hecking in der Rückrunde entscheidet, ob er oder Jordan Bayer die neue Alternative Nummer 1 hinter Elvedi und Ginter werden. Weil da kann man natürlich dann auch argumentieren, vielleicht ist es Zeit für einen Generationswechsel. Aber solange er im Training so überzeugt und auch solide spielt, also soll er seine Chance bekommen weiterhin. Ich glaube, vor allen Dingen ist es dann auch, wenn er Teil der Mannschaft ist, immer noch ein großer Faktor, dass er so einem jungen Spieler, und Janschke ist, glaube ich, auch schlau genug, um zu wissen, irgendwann ist er nun mal, rückt er noch weiter zurück. Mhm. Und ich glaube, er ist auch wichtig für junge Spieler, um sie auch einfach so ein bisschen heranzuführen. Weil er nun mal so viel Erfahrung hat und auch so viele Bundesligaspiele schon für uns bestritten hat, dass er, glaube ich, als Teil der Mannschaft auch sehr wichtig ist für die jungen Spieler. Ja. Und wie gesagt, wenn man 11 Spiele macht, dann ist das ja auch ein Zeichen dafür, dass man nach wie vor nah dran ist. Deswegen, Toni ist dabei und ich hoffe, dass er uns auch als Typ weiter erhalten bleibt. Ja. Ja, Torben Müsel. Da, ich weiß nicht, ob er, ich glaube, auch ein, zwei Mal im Kader. Er war einmal im Kader, einmal im jetzt Kader. Tatsächlich gegen Nürnberg. Ja. 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 Ich meine, das ist auch so eine Sache. Ich glaube, so was man auch immer hört, hält man, glaube ich, ganz ihn für einen guten Stürmer.
kommt natürlich auch zu wenig zu Einsätzen für die Profis. Und, ja, aber er spielt viel in der U23, man hört Gutes, er kommt auf verschiedenen Positionen zum Einsatz, also ursprünglich hat man ja gesagt, der ist eigentlich eher so der Typ Mittelstürmer, der spielt aber auch viel auf diesen Halbpositionen in Testspielen und so weiter. Hacking hat sich schon mehrmals sehr positiv über ihn geäußert. Also vielleicht ist das jemand, den wir überraschend auch mal in der Rückrunde sehen, auf irgendeiner der offensiven Positionen. Ja, da würde ich einfach sagen, sind wir weiter gespannt und warten ab. Der ist jetzt ein halbes Jahr bei uns. Ja. Ne? Das ist jetzt dann noch ein ganz frischer, wenn du so willst. Genau. Michael Cuisance, auch noch frisch mit seinen 19, glaube ich, aber ja, schon wohlbekannt bei Borussen. Und es war klar, dass er weniger spielen wird als im letzten Jahr, weil einfach über große Strecken alle fit sind. Und ich finde, er hat seine Chance nicht so gut nutzen können, weil er häufig die Sachen zu verkompliziert hat und man das Gefühl hatte, dass er alleine zu sehr zeigen will, hier bin ich. Das ist der Punkt, also du hast es schon mal gesagt, erst die Pflicht, dann die Kür und das ist genau das, was er lernen muss, gerade wenn man als junger Spieler ein bisschen hinten dran ist. Auch er hat im Sommer gefehlt, weil er ein Jugendnationalmannschaftsturnier gespielt hat. Dann muss man eben hingehen und sagen, ich arbeite mich rein, nicht nur mit Fußballerischen, sondern eben auch mit Einsatz. Und da muss man eben einfach sagen, ganz ehrlich, da fehlt mir dann auch diese Gradlinigkeit. Und gerade gegen Hoffenheim, dann hat er mal die Chance von Anfang an, da hat er sich den Schneid schon gut abkaufen lassen. Also das war schon nochmal ein richtiges Lehrgeld, was er da gezahlt hat. Er ist von seinen technischen Fähigkeiten her hoch veranlagt, da müssen wir nichts, erzählen wir nichts Neues. Aber er muss sich da jetzt echt reinbeißen, um weiter eine Rolle zu spielen. Was mir auch nicht so gut gefällt, muss ich als Seitennotiz sagen, ist sein Auftritt in den sozialen Medien. Da wird gern mal, wenn er nicht im Kader war, so ein bisschen was gepostet, was man zumindest in Richtung von was soll das denn mäßig interpretieren kann. Wenn ich gleichzeitig sehe, dass ein Patrick Herrmann dann sich fotografiert, wie er auf der Couch Borussia guckt mit und Fan ist, dann ist das schon ein Unterschied, ja. Aber gut, wie gesagt, der Junge ist jung. Ja. Das kann man auch alles lernen und mal schauen. Das wird, er muss dann sicherlich, wenn er nicht schafft, die Gradlinigkeit zu finden, wird sicherlich Dieter Hecking ihm auch das ein oder andere Wort mitgeben, das ist dass notwendig. Er an ihm arbeitet, genau. An sich arbeitet. Potenzial hat er. Ja. Ja, volles Potenzial ausgeschöpft hat Matthias Ginter, aus meiner Sicht. Ja, leider sehen wir ihn jetzt seit ein paar Wochen nicht wegen seiner schweren Gesichtsverletzung, aber für mich vielleicht der beste Innenverteidiger dieser Hinserie, absolut souverän gespielt, bis er sich verletzt hat. Im Spielaufbau wichtiger geworden für Borussia, präsent. Hat sogar, glaube ich, Tore geschossen. Er hat letztes Jahr ja schon ganz gut eingenetzt, mit, glaube ich, 5 waren das letztes Jahr. Dieses Jahr bin ich mir gar nicht sicher, ob er überhaupt ein Tor gemacht hat. 1 hat er gemacht. Ja. Na, immerhin. Ja. Nein, also das ist ein Führungsspieler, der ist auf dem Weg dahin und ich hoffe, der ist zur Rückrunde wieder da. Das ist einer, wie gesagt, man hat ihn ja ein bisschen skeptisch gesehen nach dem Transfer letztes Jahr für relativ viel Geld und er war unauffällig am Anfang, auch wenn er nicht schlecht war. Aber es zahlt sich jetzt aus. Jetzt scheint es sich sehr auszuzahlen, ja. Genau. Ja, und Mams Doucouré, da haben wir auch schon leider häufig drüber sprechen müssen. Es sah ja wirklich mal so aus, als würde er mal ein Bundesligaspiel für uns. Ja, ja, oder? Hat er nicht? Nee. Er war nicht im Kader. Stimmt, aber er hat beim Testspiel, weil wir wenigstens mit den Jungs kicken können. Aber er hat sich wieder verletzt und das ist mittlerweile, glaube ich, wirklich eine Sache. Da muss man sich fragen, wird der Junge irgendwann wirklich mal fit? Ja, es ist wirklich ein Drama. Man hat gesehen, wie die Mitspieler mit ihm mitfiebern, als er seinen ersten Einsatz hatte. Dann hat er dieses Spiel gemacht, auch ein weiteres Testspiel für Borussia gemacht. Und man hört immer wieder, und auch aus der Mannschaft selber, dass sie den als einen ernsthaften Kandidaten gesehen haben, der ab der Rückrunde bei uns im Kader steht und vielleicht sogar Spiele macht. Weil man einfach von der grundsätzlichen fußballerischen Qualität so überzeugt ist. Ja. Nur ganz ehrlich, mit dem Körper, ich kann nicht sehen, dass er nochmal Bundesligaspieler wird. Das wäre natürlich ein tolles Märchen und ich würde mich ja unheimlich freuen, aber seien wir mal realistisch, das sieht mir nicht danach aus. Ja, leider, muss man wirklich sagen. Kommen wir wieder zu etwas Positiverem und zwar zu Nico Elvedi. Ja. Also wie wir eben schon erwähnt haben, besonders hervorstechen konnte er jetzt auch bei Matthias Ginters Abstinenz, weil da, finde ich, hat er die Rolle sehr gut angenommen und ist als Abwehrchef aufgetreten. Absolut. Abwehrchef, auch mit einem hier sein sensationelles Dribbling gegen, was war es für ein Spiel? Ich krieg's gar nicht mehr alles zusammen. Wir haben so viele Spiele gewonnen, wo er auf jeden Fall quasi aus der eigenen Hälfte nach vorne geht, genau, und dann
ich glaube gegen Stuttgart war es, und dann nach vorne prescht, das Tor vorbereitet. Das ist so für mich so nochmal so ein Zeichen gewesen, wie er über schon seit Wochen eigentlich souverän gespielt hat, wie er auch einen jungen Spieler wie Bayer dann führen konnte. Und wir haben vor der Saison gesagt, ich speziell, dass ich bei Ginter Elvedi nicht hundertprozentig sicher bin, ob mir da die Physis da ist, ob das reicht. Ich muss sagen, das ist ein absolutes Top-Innenverteidiger-Paar, wenn beide fit sind. Guck mal, das Optimismus doch mal gut. Ja. Ja. Nein, und das muss ich sagen. Also da ist die Entwicklung, das Vertrauen. Dieter Hecking hat vor der Saison gesagt, er wird sowieso nach innen rücken. Und das Vertrauen, was man da in ihn setzt, hat er zurückgezahlt. Und ich freue mich, hoffentlich dann in der Rückrunde wieder das Stammpaar mit Ginter zusammenzusehen. Ja. Ja, und Flo Neuhaus ist der Nächste auf der Liste bei uns mit der 32. Ist, ja, kann man auch wirklich nur voll des Lobes sein, weil er, glaube ich, auch etwas unerwartet so eine wahnsinnig wichtige Rolle einnimmt, jetzt auch getroffen hat und einer der besten Vorlagengeber der Liga ist und für Furore sorgt. Ja, er hat ja dann auch seinen Torfluch, der lange auf ihm lag, dass er einfach selber nicht treffen konnte, mittlerweile geknackt, hat zwei Treffer gemacht. Also wenn man den Pokal dazu nimmt. Ich finde, er hat eine ganz tolle Hinrunde gespielt. Er hat ein Versprechen für die Zukunft, was schon früher eingelöst wird, als man eigentlich vermutet hätte. Aber er repräsentiert auch perfekt eigentlich da das, was Borussia noch so ein bisschen fehlt. Zu Hause ist man aktiv, da macht man das Spiel, da glänzt man teilweise mit tollem Fußball. Und das ist gerade durch seine Spielweise, da begeistert er ja auch wirklich in vielen Spielen. Auswärts ein bisschen die Handbremse angezogen, ein bisschen noch vom Gegenspieler auch beeindrucken lassen, dann mal doch ein, zwei Stockfehler zu viel. Da hat man in mehreren Auswärtsspielen hat man das von ihm noch gesehen. Ja. Und gegen Dortmund war es dann nochmal auch ganz klar, ne, nachdem er unter der Woche noch mehr oder weniger der Spielmacher war gegen Nürnberg, dann gegen Dortmund, dann springt vieles weg, dann ist man Ball im Aus und so weiter. Das ist völlig normal, das ist völlig okay. Das zeigt, es ist noch was zu tun, aber also einen besseren Transfer hätte man sich, glaube ich, nicht ausmalen können. Ja. Ne? Und wurde ja dann in der zweiten Liga geformt, um in der Bundesliga zu glänzen. Ja, das sagt er ja auch immer, das Stahlbad durchlaufen. Ja, genau. Ja, Keenan Bennett, in der Vorbereitung hat er einige Partien machen dürfen. Ja, wir gehen ja jetzt in die hohen Nummern, 37, 40, 42. Ja, genau. Das sind auch jetzt die drei Spieler, muss ich sagen, Bennett, Paulsen und Meier, ich nehme das jetzt mal vorweg, die, glaube ich, am weitesten weg sind von der vom Kader und am wenigsten für den Trainer auch in Frage kommen, wenn man jetzt mal Lucouré außen vor lässt, für den Kader und wo er auch schon ja, verbal eigentlich auch schon verdeutlicht hat, dass es so für die Bundesliga noch nicht reichen wird. Ja, und das wollte ich ja gerade auch ansetzen. Also in den Testspielen haben die drei ja auch regelmäßig Einsätze bekommen und vor allen Dingen Bennett hatte ein paar Einsätze, wo er mir wirklich gut gefallen hat, wo man auch gesehen hat, dass er Tempo hat, dass er Zug zum Tor hat und offensiver ist, als man eigentlich nach dem Transfer gedacht hatte. Und auch Paulsen und Meier kamen zu ihren Ansätzen und haben es, finde ich, auch immer ordentlich gemacht. Aber alle drei sind noch sehr jung. Ja. Und ich denke mal, dass die alle drei auch Potenzial haben, dass sie auch noch im Kader vielleicht mal eine Rolle spielen könnten. Wobei natürlich, haben wir ja auch schon oft genug gesagt, der Kader ist so breit, dass es natürlich auch die Sache nicht einfacher macht. Ja, Meier war jetzt einmal im Kader, weil die personelle Not groß war. Ne? Bei Bennett hat der Trainer gesagt, dass er ein bisschen viel mit dem Kopf zu tun hat, nachdem er vielleicht gerade so gut in Vorbereitung gekommen ist. Bei der U23 wird er regelmäßig auch mal ausgewechselt und ist da keine so tragende Rolle, wie man hört, wie es sein könnte. Also da erwartet man vielleicht noch, dass er da auch mehr zeigt. Bei Paulsen hat der Trainer ganz klar gesagt, dass es alles noch eine Nummer zu groß für ihn ist. Das fand ich relativ klar, klar die Aussage. Das heißt, du hast eben gesagt, Wendt hat da die Konkurrenz im Nacken. So genau sieht man das wohl noch nicht gerade. Aber das Talent ist offensichtlich da. Hat man auch in der Vorbereitung aufblitzen sehen. Ja, und Florian Mayer, ich glaube, da hat man einfach Zweifel, dass er jemals die Qualität für die Bundesliga erreichen wird. Das ist ein ordentlicher Innenverteidiger, aber ob er für Borussia in der Bundesliga mal spielen wird über eine längere Zeit, das darf doch sehr bezweifelt werden. Ja. Weil er ist jetzt schon seit 2 Jahren bei der Mannschaft und ich glaube dann, bei Jordan Bayer hat man gesehen, wie schnell sich dann doch herauskristallisiert, wenn du dann doch den Schritt mehr hast an Qualität. Aber ja, klar. Das soll den Jungs jetzt nicht zum Vorwurf gemacht werden. Nein, es gibt ja auch noch immer Spätstarter und vielleicht ist es dann manchmal das Glück, dass man vielleicht auch woanders nochmal suchen muss. Aber ich denke, die Jungs sind so jung, dass die, glaube ich, auch bei Borussia sich noch versuchen werden. Ah, die werden auf jeden Fall noch Zeit bekommen. Und das ist ja auch gut. Genau.
Insgesamt würde ich sagen, es ist eine sehr positive personelle Bilanz der Hinserie. Nicht alles ist perfekt, aber das gehört auch, glaube ich, dazu. Ich glaube, wir haben hier über deutlich mehr Spieler gesprochen, die zum Einsatz gekommen sind, als man vielleicht vor der Saison vermutet hätte. Richtig. Ja, vor allen Dingen von den Einsatzzeiten, wenn ich mir vor allen Dingen, ja, allen voran Tobi Strobel ansehe, hätte man das, glaube ich, nicht so erwartet. Dann gehen wir doch noch mal kurz, Michael. Wir haben jetzt schon sehr detailliert über viele Dinge gesprochen, aber lass uns doch noch mal kurz sagen, wer sind denn jetzt deine Gewinner und Verlierer dieser Hinserie? Kurz und knackig, einiges haben wir bestimmt schon gehört, aber um mal klar zu machen, was ist dir wirklich hängen geblieben und was würdest du Soll ich jetzt, meine wenn man dich drei? jetzt festnageln würde, was Okay, würdest du? gut. Dann fange ich mal, mache ich die drei Verlierer und Gewinner, wobei Verlierer natürlich immer etwas hart klingt. Und grundsätzlich, wir haben ja hier ich oder die Kaderlisten und wenn man sich das mal anschaut, es gibt viele Spieler, die man zu Gewinnern erzählen kann. Wie gesagt, Flo Neuhaus, Player und was weiß ich, aber ich habe mir eigentlich rausgepickt Jonas Hofmann. Vor allen Dingen, weil er auch von mir persönlich, muss ich sagen, halt schon ja, auf der Liste stand, dass man ihn vielleicht abschreiben kann. Und wie wir eben gerade schon gesagt haben, er hat einfach seine Rolle gefunden. Wir haben schon vorher mal gedacht, ob er vielleicht im Zentrum einfach auch besser passen würde. Das ist anscheinend wirklich so. Und ja, er spielt eine absolut herausragende Hinrunde und ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler für Borussia, was ich in der Form nicht erwartet hätte. Ebenfalls dann auch in diesem Dreier-Mittelfeld habe ich mir als Gewinner noch Tobi Strobel rausgepickt, weil, wie ich eben auch schon gesagt habe, so viel Einsatzzeit, wie er bekommt, das ist schon krass. Und er lässt Christoph Kramer hinter sich und Deni Zakaria und die ganze Konkurrenz. Und er ist so wichtig, dass er eigentlich fast bei jedem Spiel möchte der Trainer ihn auf dem Platz haben. Und ich glaube, das auch zu Recht, weil er Qualitäten hat, die andere Spieler in der Form nicht haben. Und von daher Chapeau. Auch eine ganz, ganz hervorragende Hinrunde. Und zu guter Letzt Nico Elvedi. Das habe ich mir noch rausgepickt. Ich meine, dass er spielt und dass er in der Innenverteidigung spielt, war von vornherein klar. Aber ich finde, er hat wirklich in diesem Jahr noch einen Schritt mehr gemacht. Und man sieht, dass er nochmal gereift ist an der Seite von Matthias Ginter. Wirklich einen, ja, über große Strecken der Hinrunde stark gespielt hat, sich gefestigt hat, vor allen Dingen auf der Innenverteidigerposition und ganz besonders in den Spielen, als Matthias Ginter verletzt war, den Abwehrchef gegeben hat. Sehr schön. Jetzt muss ich mir andere ausdenken. Ja, ich Willst du weiß. noch kurz vielleicht deine Verlierer sagen? Ja, kann ich auch gerne Ja. machen. Okay, also die Verlierer, ich hatte eben ja Tobi Strobel explizit gelobt, dann habe ich aber die beiden Verlierer aus meiner Sicht Christoph Kramer und Deni Zakaria. Also vor allen Dingen bei Zakaria ist es, Verlierer ist da auch ein bisschen hart, Ja, nur schon ich glaube, er klar. hätte sich etwas anderes vorgestellt. Wir wissen, was du meinst. Ja, er kommt aus einer super ersten Saison und sitzt jetzt viel auf der Bank, muss auf Einsätze warten, spielt auf einer etwas fremden Position und fühlt sich da anscheinend noch nicht hundertprozentig wohl. Und das macht es für ihn sehr schwer. Und wir haben das oft genug gesagt, er ist noch jung, er wird sich sicher entwickeln können, aber ich denke, er ist mit einer anderen Vorstellung in die Saison gegangen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Christoph Kramer. Er ist erfahren, er ist, glaube ich, auch ja, im Zentrum von uns defensiv. Auch einer der erfahrensten Spieler, die wir haben. Und als Weltmeister darf er sich nennen und hätte sich wahrscheinlich auch eher gedacht, dass er regelmäßiger spielt. Und Patrick Herrmann muss ich auch nennen. Also auch wenn bei ihm nicht die Erwartungen so hoch waren, auch in den Spielen, die er gespielt hat, ich finde, das neue System funktioniert nicht so wunderbar mit ihm, wie es mit anderen funktioniert, weil es nun mal auch ein anderes Spiel ist. Patrick Herrmann ist für mich ein Spieler, den man schicken kann, der durch sein Tempo kommt und weniger durch Kombinationen. Und von daher aus meiner Sicht liegt ihm das neue System nicht so perfekt, sodass er es schwierig hat. Ja, das ist, finde ich, auch sehr zutreffend. Also ich würde jetzt bei dir vielleicht bei den Verlierern anfangen. Ich stimme dir da weitestgehend zu, ob man jetzt Patrick Herrmann wirklich direkt als Verlierer sieht. Ich finde, es war einfach zu sehr absehbar, dass diese Entwicklung kommen würde. Deswegen für mich ist noch ein Verlierer, und es ist eigentlich schade, dass man das sagen muss, ist Mikael Cuisance. Damit sind wir nämlich beim Dritten im Bunde im Mittelfeld, der nicht mehr so eine große Rolle spielt wie letztes Jahr. Ich finde, er selber hat sich ein bisschen zu
viel Druck gemacht, tritt auch zu sehr vielleicht auch auf als gefühlter Stammspieler. Das Umfeld hat ihn vielleicht auch ein bisschen zu weit in den Himmel gehoben, gehypt, genau. Ja. Und deswegen ist das natürlich schon dann ein kleiner Sturz. Mhm. Aber eben nur ein kurzer. Das Wiederaufstehen ist jetzt das Entscheidende. Und deswegen für mich vielleicht noch einen, den ich auf die Liste dazusetzen würde. Damit wir auf 5 kommen, um am Ende zu sagen, wir haben 5 Gewinner und 5 Verlierer, würde ich noch, wen soll ich nehmen? Ich hatte gerade überlegt, dann würde ich schon Raphael sagen, weil er natürlich als Spieler, der doch der Maestro war, der unangefochten vorne unser Mann ist, jetzt nicht mehr diese Rolle spielt und da immer wieder Verletzungen hat, das ist schon natürlich ein bisschen. Und auch die, so gefühlt ist diese Unantastbarkeit einfach auch ein bisschen verloren gegangen. Aber gut. Gut. Zu deinen 3 Tops, und das, dann hören wir nämlich mit was Schönem auf, für deinen Tops, nämlich Hofmann, Strobel und was war der dritte? Und Elvedi füge ich noch sehr gerne als vierten Spieler. Ich sag ja, man kann viele, man kann auch Ginter noch. Es ist mir gerade tatsächlich entfallen, wenn ich auswählen wollte. Wie gesagt, es sind ja genug. Ja, genau, jetzt habe ich es wieder. Hazard wollte ich sagen, genau. Ja. Als vierter Spieler, für mich Thorgan Hazard, totaler Gewinner, eben weil er nochmal diesen Schritt gemacht hat. Und das finde ich halt einfach sensationell. Er ist jetzt wirklich ein klasse Mann, auf den man sich verlassen kann, der nicht nur durch technischen Feinheiten auffällt, sondern der auch druckvoll spielt, der auch nach hinten arbeitet. Und das ist für mich einfach ein Signal, wo ich sage, der hat den Durchbruch geschafft. Ja. Ja? Und von daher für mich noch ein klarer Gewinner. Und der letzte Gewinner natürlich Dieter Hecking. Also wenn aus so einer Situation kommt, dass das halbe Umfeld will ihn loswerden und die andere Hälfte stellt zu Recht sehr kritische Fragen an das, was in den Monaten davor passiert ist. Er selber tritt relativ selbstsicher auf. Selbstsicher im positiven Sinne jetzt. Man könnte auch sagen, phasenweise etwas großspurig auf in der Zeit des Misserfolges. Ja, und dann antwortet er mit Taten. Ich habe es schon in der Spielanalyse gesagt, setzt ein neues System um, macht Spieler besser, die vorher eher so unter dem Radar geflogen sind, hält trotzdem diejenigen bei Laune, die vielleicht nicht mehr so viel spielen, und formt eine Mannschaft, die 33 Punkte holt, Dritter ist und alle Heimspiele gewinnt. Also das ist, und noch dazu eben auch schon kurz angeklungen, die taktische Entwicklung, dass man einfach sieht, man kann mit Mannschaften wie Dortmund mithalten, man präsentiert sich einfach auf einem hohen Niveau und es wird was entwickelt. Und von daher ist das für mich natürlich einer der absoluten Gewinner auch. Gut, da kann ich dir auch zustimmen. Aber wie gesagt, kommt mir jetzt natürlich in den Sinn Flo Neuhaus, U21-Nationalspieler. Aber ich finde, natürlich ist Flo Neuhaus ein Gewinner, aber das ist für mich, das ist, weißt du, er hatte ja keine Hypothek, die er aber das ist genau das, was ich meine. Es ist doch schön zu sehen, dass wir eigentlich mehr Probleme haben, Verlierer zu finden als Gewinner, was auch dann zeigt, dass auch die Spieler, die etwas enttäuscht sein könnten. Auch bei Raphael zum Beispiel. Die vielen Verletzungen spielen sicherlich damit rein, dass er so wenig zum Einsatz gekommen ist. Und deswegen haben wir sehr viele Spieler, wo man wirklich sagen kann, top. Ginter könnte man auch genauso Ginter nennen. Klar. Ja, Sommer. Wie gesagt, Player. Und von daher ist es, muss man wirklich das im Endeffekt sagen, angefangen vom Trainer, über den ganzen Trainerstab bis zum letzten Spieler, kann man eigentlich sehr zufrieden sein. Gut, haken wir das für diesen Moment ab und verbleiben natürlich damit, dass wir hoffen, dass sich das halbwegs fortsetzt und wir auch im Sommer möglichst viele Gewinner nennen und möglichst wenig Verlierer haben. Lass uns noch kurz über die Gesamtliga sprechen, Michael. Was ist dir hängen geblieben, wo du sagst, das war für mich die Hinrunde der Bundesliga 2018, 2019? Es sind viele Tore gefallen und wir hatten verrückte Ergebnisse. Also ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die schön ist, vor allen Dingen, weil wir in der letzten Saison anderen Fußball gesehen haben und deutlich, ich sag mal, disziplinierteren Fußball, sieht man jetzt wieder mehr Tore und Action und von daher macht es wieder einfach auch mehr Spaß, die Bundesliga zu gucken, außer man guckt über Sky Go am Computer. Das kann ich mir wirklich nicht verkneifen. Also den Scheiß, den Sky da mit dieser App, mit der neuen fabriziert hat, ist wirklich unglaublich. Also da kann man die Spiele nicht vernünftig gucken. Auf dem Handy geht es dann sehr wohl, aber das ist, finde ich, ein absolutes No-Go, dass Sky-Kunden so darunter leiden, quasi, dass sie Sky Go auf ihrem Laptop benutzen. Nein. Wo war ich? Lage der Liga, richtig.
Nee, und ich hatte es vor der Saison auch schon gesagt, dass wenn Favre es schafft, in Dortmund eine Mannschaft zu formen, die schön Fußball spielt, dass die auch die Liga ein bisschen aufmischen können. Das hat im Endeffekt, ist das passiert, und ich glaube, das wird es auch noch jetzt für die Rückrunde auch spannend machen, weil ich denke, die Bayern werden jetzt Vollgas geben und vielleicht auch schon Transfers in der Winterpause Ja, diese anstoßen. Hernandez-Geschichte, interessant, weil Ja. eigentlich von der Position her sind sie da gut Ja, versorgt, also auch aber wieder ein bisschen komisch. ja. Aber von daher freue ich mich auch auf die Rückrunde, weil ich glaube, es wird sehr spannend und wir sind voll mit drin, was natürlich dann dem Ganzen nochmal Die Würze. die Würze gibt. Ja, sehr schön. Ja, also ich sag mal so, du hast Bayern klar, dass die nicht ewig da unten stehen, und man sieht ja auch, Kovac hat jetzt ein gewisses System gefunden. Er hat dann auch anderen Spielern eine Chance gegeben. Ja. Wer hätte vor der Saison gedacht, dass Gnabry jetzt mehr oder weniger ihnen schon fast fehlt, wenn er mal verletzt ist, dass er fast der Ja. wichtigste Spieler geworden ist. Also er hat da definitiv einen Generationswechsel jetzt versucht, in den wenigen Möglichkeiten, die er hat, anzustoßen. Man sieht aber, dass er gleich so ein Ribéry plötzlich wieder in Form kommt, dass mehr Stabilität da ist. Deswegen, die Bayern werden natürlich der einzige wirkliche Konkurrent für Borussia Dortmund sein. Das müssen wir realistischerweise sagen. Ansonsten, ich glaube, was man erwarten konnte, ist, dass Leipzig weiterhin oben mitspielt, dass sie aber trotzdem immer mal wieder so leichte Schwächephasen haben, weil die Ja. Mannschaft immer ja auch immer dauerhaft verjüngt wird und immer wieder dann auch ein paar Probleme bekommt. Was mir so hängen geblieben ist, ist natürlich sowas wie Schalke, ja, dass dieser Ja. grauenhafte Fußball bestraft wurde in der Hinserie. Das ist Tedesco, wie gesagt, ich bin kein Fan von ihm. Ich verstehe nicht, wie Leute darauf abfahren, dass ein Trainer eigentlich konsequent Fußballspielen verhindert und dass das sein einziger Weg ist. Sie haben jetzt am Ende noch mal so halbwegs die Kurve bekommen. Leverkusen hat sie sogar noch mehr bekommen, ist jetzt uns nur noch 9 Punkte hinter uns. Ich hoffe trotzdem, dass das ausreicht, aber jetzt kommt Peter Bosz. Heiko Herrlich musste trotzdem gehen. Gewagt, wie ich finde. Ja, extrem. Also ein Trainer, der schon bewiesen hat, dass er zwar ja, begeisternden Fußball nach vorne spielen lassen kann, aber hinten einfach den Laden nie dicht bekommen hat in Dortmund. Ja. Mal schauen. Interessant, ja. Und ja gut, gucken wir hier bei uns mit Fortuna Düsseldorf in unmittelbarer Nähe. Durch dieses glücklichen Sieg in Hannover sind sie jetzt plötzlich gar nicht mal so mehr so schlecht Ja. positioniert und dürfen hoffen, was Ja, die auf Rückrunde jeden angeht. Fall. Was mir noch hängen geblieben ist, guck dir die Tabelle an. Wir haben eigentlich die 4 Aufsteiger der letzten beiden Jahre ganz hinten. Ja. Phasenweise waren sie ja auch mehrere Spieltage zu viert auf den letzten Plätzen. Da finde ich weiß gar nicht, ob es jetzt immer noch so ist. Ich glaube, es ist sogar tatsächlich auch zur Winterpause so. Muss ich mal ganz kurz schauen. Aber das zeigt für mich ja auch trotzdem, wie hoch auch die Hürde geworden ist, in der Bundesliga sich zu etablieren. Ja. Also tatsächlich ist es noch so. Ja, also Hannover und Nürnberg ganz hinten mit 11 Punkten, wo Ja. ich sage, bei beiden Mannschaften fehlt viel Qualität im Ja. Kader. Hannover fehlt jetzt noch Füllkrug für den Rest der Rückrunde. Nürnberg hat eine No-Name-Truppe. Und da muss ich auch sagen, der Trainer, das ist mir auch ein Anliegen, das nochmal zu erwähnen, weil es mir gegen Borussia auch wieder aufgefallen ist. Man muss dann einfach auch mal realistisch sein als Trainer und mit so einer No-Name-Mannschaft versuchen, erstmal hinten dicht zu Ja, halten. das Und stimmt. nicht gegen eine Mannschaft, die auf Platz 2 der Bundesliga spielt, zweimal in Konter zu geraten. Ja. Und der hat halt sich, sie haben sich 8:1 oder 8:0 in Dortmund abschlachten lassen, 7:1 in Naja, Leipzig. Man muss dann das war irgendwann schon blutig teilweise. Man muss, einen Lerneffekt daraus ziehen und das fehlt mir bei dem Michael Kölner irgendwie so ein bisschen. Hannover, wenn man sich eine Mannschaft aus Ex-HSV-Spielern zusammenstellt, dann muss man sich nicht wundern, dass man unten steht. Ja. Stuttgart, du hast sie am Anfang der Saison als möglichen Kandidaten für die Euroleague gesehen. Für mich ist das eine Mannschaft, ich glaube, ich habe es schon mal in der Hinrunde gesagt, die ist wie zu Borussia Mitte der 2000er Jahre Ja. zusammengestellt. Das ist Ist so ein bisschen alt, muss ich auch Allstars zugeben. gemischt mit zu jungen Spielern und ja, also was der Reschke da gemacht hat, weiß ich auch nicht. Also ich habe ihm das Quatsch erzählt. Wir nehmen ja gerade auf, doch Augsburg spielt noch. Momentan ist Düsseldorf sogar 14. Also wer weiß, Ja. vielleicht. Ja, aber gut. Das Fortuna macht es aber richtig. Fortuna spielt mit den Möglichkeiten, die sie haben, den von Friedhelm Funkel gegebenen Defensivfußball. Wenn es mal klappt, dann klappt es. Und ich glaube, so sollte man als Aufsteiger So ist es ja. versuchen, drin zu bleiben. Ne? Ja. 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 Ansonsten finde ich, ist bei mir auch hängen geblieben, dass es einfach sehr unterhaltsam ist. Und ich würde das auch nicht, weil du gerade sagst, an der Disziplin unbedingt festmachen der Mannschaften. Ich glaube einfach, dass mutiger und offensivstärker gespielt wird. Und Ja. dadurch ist es automatisch so, dass du mehr Räume lässt Ja, in klar. der Ja. Abwehr. Aber das ist gut. Das ist, finde ich, eine schöne Entwicklung, die halt für die Zuschauer auch
besonders interessant ist. Ja. Und unterhaltsam. Genau, also von daher freuen wir uns doch, wenn es in der neuen Runde, in der Rückrunde weitergeht und Borussia hoffentlich auch eine gute Rolle spielen kann. Jetzt ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, obwohl natürlich trotzdem alle, Max Eberl allen voran, natürlich immer warnt und sagt, wir wissen, wo wir herkommen und so weiter und so fort. Ja. Ja, es wäre einfach wunderbar, wenn wir in der Rückrunde ähnlich spielen könnten und dann uns ab der nächsten Saison wieder mal auf internationalen Plätzen tummeln dürften. Ja, dein Wort in Fußballgottes Ohr. Ja. Genau. Und in diesem Sinne können wir eigentlich auch sagen, wir danken euch für die rege Teilnahme oder das Zuschauen und das Zuhören unseres Podcasts. Ja. In diesem Jahr ist ja wirklich der ein oder andere oder sogar sind sehr viele neue Zuschauer, Zuhörer hinzugekommen. Das Ja. ist, hat uns sehr großen Spaß gemacht. Ja. Und ja, man merkt ja auch, man freut sich dann ja auch allwöchentlich sich hinzusetzen, wobei ganz ehrlich, gerade auch für die Schneiderarbeit, für dich ätzende Ja, Anstoßzeiten also da hoffe ich auf sonntagsabends. jeden Fall drauf, Ja. dass das in der Rückrunde, weil das ist anstrengend und ja, ist manchmal dann. Ich meine, wir haben immer mit einem jetzt in der Regel gewonnen, wenn wir vor allen Dingen dann auch noch von den Heimspielen kamen, dann macht es das immer einfacher. Aber bitte mehr Samstag. Ja, jetzt die ersten Auslosungen sieht gut aus für die ersten paar Ja. Rückrundenspiele. Ich meine, niemand will ja wirklich dieses viele Sonntagsspiel. Ja. Und ist ja auch schön, wenn man dann weiß, was Borussia dann auch geleistet hat. Und Ja. sich nochmal mit einem Tag Abstand hinzusetzen, ist auch ein bisschen Reflektierter. ja, reflektierter, also auch vom Gefühl her nochmal so ein bisschen drüber, eine Nacht drüber geschlafen zu haben. Ja. Ist immer schöner, als dann also brühwarm aus dem Stadion So zu ist kommen. es. Gut. Für alle, die uns noch vor Weihnachten sehen oder wahrscheinlich schaffen wir es ja, das noch Ja. vor den Tagen rauszubringen, kurz wünschen wir euch natürlich sehr schöne Festtage und Vielen Dank für die Unterstützung auch nochmal ja. natürlich. Und ja, ihr könnt uns natürlich gerne auch folgen auf Twitter, auf Facebook, @Fohlenkanal und ja, auf YouTube sowieso, Podcast www.tribünenhocker.de oder auf iTunes zum Beispiel auch. Und dann hoffen wir, dass ihr ein paar schöne Weihnachtstage habt. Ich glaube, einen guten Rutsch können wir auch schon mal Ja. soweit wünschen und dann sieht man sich in alter Frische im neuen Jahr wieder. Genau, wir werden dann auch auf die Aussicht der Rückrunde, wenn wir dann schauen, Borussia fliegt ja nach Spanien, nach Jerez Ja. und wird da hoffentlich Sonne haben, Ja. die im Moment ja bei uns hier nicht vergönnt ist. Aber dann gucken wir eben auch so ein bisschen auf die nächsten Spiele. Es wird nicht einfacher, aber jetzt ab diesem Moment erstmal alles gut Genau. und deswegen ein schönes Jahresende. Macht's gut und tschüss. Ciao.